Gespräch. Ja, gut so. Okay. Also übrigens, der Eisenhower droht mir. Wie, er droht dir? Ja, er droht dir, du. Sonst pass auf dein Motorrad auf. Er droht aber mir? Du warst, der hat auf dein Motorrad gepivit, ne? Ja, das hast du. Und er hat es geklaut. Ja. Und ich habe mal gesagt, Herr Eisenhower, ich werde immer für Sie arbeiten, aber dafür lassen Sie das Motorrad in Ruhe. Und jetzt, weil du im... Oh. Ja, jetzt dein Motorrad, da musst du jetzt... Wieso soll mein Motorrad mithalten, wenn du als... Ich hab das doch schon als Anzeige gegeben, jetzt entspann dich, Ruhe, Alter. Ich hab das gerade eben angezeigt, alles gut. Und der Typ hat zwei Privatzellen, würde ich gerade sagen, Gehirnzellen. Dem schenke ich halben Glauben. Okay. Hast du gut geschlafen? Schön gebadet. Serie geguckt. Ja, gebadet. Was denn? Ach, viel mehr Platz. Okay, ich bin gleich da, ja? Ja, bis gleich. Bis dann. Bitte nicht das arme Therapie ist langwierig. Ob das Spaß macht im EP? Ja, ne? Ich finde so ein EP interessant. Oh, Pizza, ey. Jetzt habe ich aber Bock. Warte mal, wie viel Uhr? Ah, scheiße. Seit einer Stunde ist schon Rewe zu. Ich hoffe auch ohne Ananas. Pizza Hawaii Therapie. Ihr seid schon manchmal ein bisschen ekelhaft, ne? Oh, Nomira. Mach mal ein paar Streckübungen. Trink mal ein bisschen Wasser. Leg dich einfach mal hin und versuch von dort aus eventuell zu genießen. Oder schalt auch einfach mal so einfach im Lurk-Modus. Da-da-da-da. Und wieder zurück. Genau. Kreuz und quer fahren am besten. Und am besten nochmal zurück. Das freut mich, Joey. Die ist nicht blond, die ist hier weißhaarig. Khaleesi. Die hat jetzt zur Zeit eine Amnesie. Tada. Komm, machen wir nochmal Entführung. Wollen wir nochmal hier so ein bisschen... Ich meine, Dirk hat kein Netflix. Und bei Netflix gibt's Drama. Und ich bin ja jetzt sein Netflix-Ersatz. Also gehe ich jetzt am besten auf die andere Strafenseite hin? Und dann fange ich ein bisschen Krach an. Oh, die schlagen sich schon selbst. Ja, geil. Okay, gut. Oh, schön. Ja, fetzt euch, fetzt euch. Lila gegen weiß, schwarz. Fetzt euch. Komm schon. Komm, ich hau noch mit dazu, ey. Peng, 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 peng. Jo, tschüss. Dann doch nicht. Rocker. Die Mitte. Ganz, ganz, ganz starken. Ja, bitte. Alles klar, war schön. Bis dann, ne? Bye, mein Guter. Danke auch nochmal für den Support. So, wer wird zuerst umgefahren? Wird sie umgefahren oder nicht? Mach keinen Mist. Oh oh, Sarah. Dün 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 dün.
Die geklaute? Nö, ich glaube nicht Black Dead. Nicht von diesen Snitch Blackwaters. Ach so, Damon Street hätte gekündigt, habe ich erfahren. Ne? Der hat ja gekündigt, haben wir gestern erfahren. Heute habe ich erfahren, dass er wohl im LP gedroppt hätte, weil Raya Green und ein Holloway im PD sind, ist er jetzt weg. lass nicht drüber reden. Ja. Weil wohl, ich meine, der war ja sowieso mit Black, Ben Black immer am lästern über Raya und Ding. Bist du ein Schlagboot? Naja, da sind wir die Besten. Ja, Street. Na, Officer Prakti? Na? Ne? Oh. Geht's dir gut? Ah, ne. Ja. Ja. Officer Prakti. Was denn? Also das Heftigste, was ich heute gehört habe, war Praktikantenbüttel. Praktikanten was? Praktikantenbüttel. Was ist denn ein Büttel? Ein Kopf. Ah. Okay. Ja. 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 Mhm. Mm. Mhm. Mhm. Hast du das Gift? Nein. Okay. Hä? Oh, ganz normale Frage. Warum fragt denn der das in den... Sag mal, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt klatschen, treten oder ohrfeigen soll. Hallo? Fokus? Hä? Fokus. Nee, was Fokus? Ich bin fokussiert. Warum fragst du in der Nähe von der Freundin vom Chief, ob ich irgendwas gekifft hätte? Ist sie ein Lux? Ich kann mal nur so... Ach, oh, das... Die hat das nicht gehört, entspann dich. Oh Gott. Raya. Nee. Wie, nee? Nee. Hör auf. Wie, hör auf? Ist ja am besten jetzt am besten die Bon vor allen, ey. Kann ich doch gleich machen. Oh, jetzt du übertreibst schon wieder. Ich übertreibe. Hey, hast du gekifft? Perfekt. Im PD zu fragen, ob ich gekifft hätte. Das ist nichts Verbotenes hier in der Stadt. Ob du, das ist scheißegal. Also ich weiß, dass die Blaine auch ab und zu mal einen wegzieht. Das ist mir egal. Das fragt man einfach nicht. Nee, nicht Raya. Statt zu sagen, okay, kommt nicht wieder vor. Es kommt nicht wieder vor. Okay, gut. Was hast du vor? Hm? Was hast du vor? Oh, geht nicht ran. Wer? Brooks. Jordan? Ja. Oh fuck, heute war Sporttraining. Ich muss kurz Wolf anrufen. Hab ich heute schon gesagt, dass du gut aussiehst? Dankeschön. Du siehst auch ganz okay aus, Prakti. Okay. Ja gut, was will man sagen? All black wie ein Kaminfeger, hä? Ja. Apfelmus, vielen Dank für den geschenkten Tipp an Nvidia. Es
Hast du Bock, eine Runde Streife zu fahren? Mit diesem Frost? Also ich suche das Wetter schon coolen aus, also kein Weber und kein Howard, vertrau mir. Ja, der ist strange. Was ja, deswegen. Die Leitstelle kann mich gut leiden, deswegen. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen, Frau Green? Ich wollte mich entschuldigen. Achso, wir waren ja beim Du. Achso, ja. Ja, Wolf, ja, genau. Genau, weil heute wohl Sporttraining war? Alles gut. Wir haben tatsächlich alle Ausbildungen bis auf Weiteres erstmal pausiert. Ach stimmt, da war ja was, ja genau. Genau, dementsprechend keine Sorge. Weißt du, warum er gegangen ist? Tatsächlich ja, aber das kann ich halt nicht sagen. Also, er hat es mir halt im Vertrauen gesagt. Dementsprechend kann ich es nicht rausgeben. Okay. Okay. Sind aber persönliche Gründe, dementsprechend deine Entscheidung. Ja. Okay. Alles klar. Ich bleibe aber weiterhin als Ausbilder erhalten. Super. Okay. Also, Sie, mich können Sie trotzdem. Das habe ich schon wieder gesehen. Mich kannst du trotzdem ansprechen, wenn irgendwas ist. Alles klar. Gut. Okay. Danke, bis dann. Bis dann, tschüss. Ey, Kackpratze! Ich wusste gar nicht, dass du das bist. Ich wollte fragen, ob du auf meinen Rennrad aufpassen. Aufpassen? Ja, klar kann ich aufpassen! Debated! Jetzt wird getrollt! Jetzt wird getrollt! Ich hab Bock auf Troll-MP, Leute. Heute hab ich Bock auf Troll-MP. Heute bin ich die Trollerin. Und zwar ohne Kiffen. Bitte, Oma? Hey, Kackpratze! Jawohl. Das ist ja voll toll! Was? Dein Rad! Ich habe einen Radverleih aufgemacht. Echt? Ja, ich habe noch viel mehr. In allen Farben. In allen Farben? Rot und weiß und blau und gelb und ich habe sogar ein Pink, aber das ist mein. Okay, jetzt muss ich vorsichtig fahren. Ja. Okay. Ui! Sag mal, ist die Leroy in Dicknast? Die wer? Die Leroy. Kenn ich nicht. Die Leroy Eisenhower. Mr. Eisenhower? Jawohl. Keine Ahnung, ich hoffe, er bleibt dort. Für immer und ewig. Oh. Wieso? Das ist mein Freund. Dein Freund hat auf mein Motorrad gepinkelt. Oh ja, ich weiß. Wie du weißt? Ich mach das auch. Was? Sachen privatisieren. Hast du auf mein Motorrad gepinkelt? Darauf nicht, nö. Wieso pinkelst du auf Sachen? Na, um sie zu privatisieren, das ist daran so schwer. Das macht man nicht so. Klar, dann ist meins. Nein, ist es nicht. Doch, das ist wie wenn man was anleckt. Lecken ist doof. Ich pinkel das nächste Mal auf dein Essen. Okay. Ja? Okay. Okay? Jawohl. Cool, ne? Aber dann ist es deins, dann musst du es auch essen. Nee, werde ich nicht machen. Ich pinkel einfach drauf und dann schmeiß ich es weg. Okay, das kannst du theoretisch machen, weil du hast es dann ja privatisiert, dann ist es dein. Okay, und dein Bike werde ich jetzt auch privatisieren, okay? Machst du eh nicht. Doch, mach ich. Machst du nicht? Doch, mach ich. Ich will sehen. Nee, das wirst du nicht sehen. Du kannst aber danach dran riechen. Bibi! Ich muss auflegen.
Buh. Na, hast du gerade deine Hose privatisiert? Das war eine knappe Kiste. Ganz schön warm hier, oder? Ich weiß nicht, ob dein komischer Freund da drinnen sitzt. Ich glaube, ich darf dir das auch nicht sagen. Ich habe einfach behauptet, ich wüsste es, aber die sagen, der ist eh nicht da. Hast du ihn mal versucht anzurufen? Natürlich. Okay. Und immer wenn... Und warte mal, ich hol mal Ricky. Ja, bitte. Okay. Ja, bitte. Hey, Ricky. Ja, bitte. Komm mal hier raus. Was denn? Ah, nix. Hey, Ricky. Geht's dir gut? Ja. Tag, was? Ja. Ricky. Die alte Oma. Die ist ganz frech. Was hat sie denn jetzt schon wieder gemacht? Ich meine. Ja, warte, du musst mir mal die Sprache rausrücken, dann kann ich dir auch vielleicht helfen, ne? Erzähl doch mal. Das hab ich gemacht. Die war. Ja, los, erzähl mal, das würde mich jetzt auch mal interessieren. So. Also, die war am Telefon. Sie war am Telefon, ja. Und ich. Ja, die ist vorhin mit meinem Fahrrad da hinten rübergefahren, die Richtung, ja? Ja. Und ich dachte, die ist dort, also habe ich dort hingeguckt. Aber auf einmal kam sie von da. Ja. Und hat ins Ohr geschrien. Und hat die ins Ohr geschrien. Ja, und dann hat Ronny seine Hosen privatisiert. Ronny, du hast deine Hose privatisiert? Nee, hab ich gar nicht. Doch, hast du bestimmt. Nein. Warum bückst du dich denn jetzt gerade? Na so. Ronny, dreh dich mal um. Na so. Oh ja, ich sehe es. Hab ich nicht. Hat er sich jetzt gerade die Hose gepullert? Nein, er hat's privatisiert. Das ist privatisieren. Ja, das meine ich. Ich weiß. Ach, was macht ihr denn? Hä, ich hab gar nicht gemacht. Officer Prakti. Er ist schuld. Ein Rennrad. Hey, Kackpratze. Ich glaube, du musst da was wechseln. Okay. Ronny! Oh, oh nee! Ja, was denn? Was ist denn? Hier, halt mal fest. Oh Gott, bleib damit weg. Nein. Ich dachte schon, du gibst mir die vollgepullerte Ding zurück. Hä? Das ist dein Gepuller. Dein privatisiertes. Und? Ja? Muss ich das jetzt anfassen? Das ist dein Privateigentum. Ja, du springst jetzt auf dein Rad und holst dir eine neue Hose, Ronny. Oh nee, dann wird der Sitz ja auch nach Urin stinken. Dann ist mir dann egal. Aber der läuft jetzt hier nicht nackt rum. Sag mal, Feigling.
Arm. Feigling. Arm hoch. Dingens aus. Fleisch. Soll ich's tun? Nö. Ich tu's. Ronny. Ey, du pinkelst jetzt doch jetzt nicht hin, oder was machst du? Ich mach mich nackig. Warum? Wenn die jetzt rauskommt, dann sage ich dir wieder Anzeige wegen irgendwelchen Ärgern. Also deswegen zieh dich lieber wieder an. Weißt du was, Ricky? Ich sag dir jetzt mal was dazu. Nee, 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 nee. Oh. Leck mir an die Ärschelchen. Ich zieh mir was Neues an. Ich wollte es gerade sagen. Das ist mein Shirt. Und... Oh, das ist meine Hose. Ich kann leider nicht mit dir Schleife fahren. Ah, wieso? Ich muss mit Bianchi und Frost fahren. Oh. Ich will nicht. Lass irgendwas machen, ich hab auch keinen Bock. Ja, wie viele Stunden warst du heute im Dienst? 6. Ja, das reicht doch. Ja. 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 Wo ist denn jetzt Kackbratze hin? Umziehen. Ja, aber er ist durch zum Stadtpark gelaufen. Ja, kauft er sich jetzt eine neue Hose oder so von irgendwie. Er hätte doch da runter zum Shop gehen können. Ja, hätte er. Oh nein, die Rocker sind im Stadtpark. Hallo. Stopp. Was willst du? Hä? Wo ist denn dein Auto? Wo ist denn mein auf dem Parkdeck. Auf dem Parkdeck? Ja. Okay. Was denn? Nix, alles gut. Ich fahr mit dem Fahrrad hin. Nein, komm her! Was denn? Hör mir zu. Ja? Also, du darfst mein Auto nehmen? Ihr werdet nicht am Stadtpark halten, ihr könnt euch gerne neue Hose kaufen gehen. Aber ihr macht keine Dummheiten, das Auto steht dort oben. Wenn du gerade um die Ecke läufst, dann geht's da oben hoch. Keine Dummheiten. Danke, Daddy. Du, komm her! Keine Dummheiten. Keine Dummheiten. Böse, böse, böse. Böse, 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 böse. Böse, böse Reihe. Keine Dummheiten, Chat. Ey, der Tag ist gekommen. Ist ja echt 180 Grad, ne? Der ist kein Lappen geworden. Der ist einfach mal jetzt streng geworden, so wie die Reihe früher. Was ist denn das für eine, ey? Bitte? Kackbratze, wo bist du? In meinem Haus. Was? In meine Butze. Wo ist deine Butze? Beim Würfelpark. Bist du in diesem Hotel oder was? Jo. Hier ist deine Wohnung? Ja. Komm mal raus. Okay. Ja, wenn du umgezogen bist. Bin ich, aber ich war noch nicht fertig mit dem Styling. Okay, dann mach du dich mal fertig mit deinem Styling. Ich komm jetzt raus. Nein! Tschüss. Warte mal. Kackbratze! Willst du mich verarschen? Kackbratze! Hast du dich geduscht?
Nein. Ab unter die Dusche, Kackpratze. Rein mit dir unter die Dusche. Du hast in deine Hose gepinkelt. Mach dich erstmal da unten rum sauber. Und Raya, stopp. Hä? Was bist du? Ich steh nicht so auf das Zeug. Du gehst jetzt nicht. Was denn? Ich habe in einem Busch gewohnt. Komm mich bitte ab, ich komm mit. Ja, er ist vor seiner Wohnung. Komm, nur einmal. Ja, gut, nein, du sitzt nicht in Derricks Wagen mit dem Hintern. Er muss es nicht wissen. Stopp, ich mach bitte gleich ab. Ich hol dich ab. Ich lass dich nicht alleine. Bis gleich. Er ist... Ronny, rein jetzt damit! In deine Wohnung! Okay. Unter die Dusche! Okay. Sofort! Hä, hey, wo ist denn der? Ja, wo bist du? Ich zieh mich gerade um. Ich warte. Ja. Oh Leute, wisst ihr, was ich will? Ich will wieder aufs Flugfeld fahren. Und wisst ihr, was ich dann will? Wisst ihr, was ich dann will? Dann will ich das da. Das will ich jetzt. Ich will dahin. Ich will wieder sliden. Das macht hier voll Spaß. Nilix Hatikwa. Ha? Nix, alles gut. Alles gut, alles gut. Was denn? Easy. Easy. Das war nicht einfach. Hätte gerade in die Hose gehen können, Raya. In die Hose? Hör auf mit Hose. Warte mal. So, wie lange braucht denn der schon wieder? Ich ruf ihn mal an. Also ich dachte tanzen für Derek. So. Wen braucht denn der? Ja. Ja, wo bist denn du? Unter die Dusche. Wie lange brauchst denn du? Und alles sauber ist. Oh, okay, wir warten hier draußen. Oh, soll ich kommen? Nicht nackt, umgezogen mit frischen Sachen. Also nicht die Hose von vorhin, nochmal eine andere neue, frische Hose. Oh Mann, aber ich hab doch... Wollt ihr reinkommen? Ja, wir kommen rein. Okay. Ja, bis gleich. Weißt du, wo du klingeln musst? Nein, sag mal. Ich auch nicht. Wie, du weißt es auch nicht? Teste einfach mal. Ich sag, wenn's bimmelt. Okay. Merk mir doch die Nummer nicht. Es ist deine Wohnung. Egal, mein Schlüssel passt. Ich weiß den Weg. Nein, das sind 100 Apartments. Das sind 100 Apartments. Cool, such mal was mit 10-3. 10-3? Okay. 10-3-4-7? Klingelt's? Nö. Okay. Also, 10, 3, 1. Wo okay, hast du gerade geklingelt? 10, 3, 4, 4. Jetzt, 10, 3, 4, 4. Ich bin übrigens nackig. Oh, hallo. Pack den Stüppelmann weg. Handtuch drum oder anziehen. Moment, ich bin dann am Telefon. Hi.
Den kleinen Schnippelband wegpacken, Ronny. Los. Dann guck nicht hin. Anziehen, was? Ronny. Sagst du mir, was ich anziehen soll, Ricky? Ja. Ich geh kurz aufs Klo. Ich hol dir was raus, ich leg dir was raus. Oh, Gott. Moment. Guck mal, die hier. Nee, das ist alt. Das darf ich nicht mehr anziehen. Ausziehen. Perfekt. Ja, nehmen wir die Digimon-Hose. Ich hätte die. Ja, wir nehmen die Digimon-Hose. Sollte ich dir mal, anziehen. Perfekt. Na, nehmen wir noch ein anderes Oberteil. Das? Ja, genau. Zieh ich dir auch mal an. Oder das? Nein. Wir ziehen das andere T-Shirt an. Das? Das? Nein. Das? Ja, wir nehmen das. Okay. Ich schnapp dir das zu. So. Wobei, hier deine Brille. So. Dankeschön. Zieh dir auch mal an. Ja, deine Cap. So. Da. Okay, und jetzt noch Schüchchen. Oh, stimmt. Wo sind sie, deine Leuchteschüchchen? Da, perfekt. Hier, die stehen immer bei der Tür. Gut, Ronny. Perfekt. Ich sehe aus wie ein Loser, Ricky. Nein, du bist kein Loser. Ich weiß. Aber das passt ja mal gar nicht. Wir müssen die Hose ändern. Du bist recht. Oh, Mann. Hi, Jessie. Hallo, Alejandro. Jessie, ich freue mich so sehr auf morgen, ey. Unser Subway-Date. Ricky, der zieht mich an. Ich muss duschen. Ich habe reingepullert. Ja. Willst du dich gleich treffen? Ich habe eingepullert. Wo bist du? Warum? Ich habe eingepullert. Warum hast du so einen Unfall? Warum hast du mir nichts gesagt? Ach, du wolltest mich nicht stören, aber du hast einen Unfall gehabt. Das war wegen der alten Oma. Das war kein Unfall, du hattest einen Unfall. Was hast du gemacht? Wie geht's dir? Perfekt. Perfekt. Okay. Wir kommen dich gleich abholen. Ja. Tschüss. Ronny. Ja, wir gehen. Lisa ist mit dem Rad gestürzt. Okay. Kackpatze, komm her. Was denn? Du schuldest mir Geld. Für was? Für die Reinigung, sagt mein Freund. Welcher Freund? Mein Bester. Ja, was kann ich für, wenn du so eine schwache Blase hast? Sorry, aber ich schuld dir kein Geld. Doch. Nein. Ich fahr. Soll ich fahren? Nein. Nein. Warum? Warum sollst du fahren? Wer ist denn der Typ hier? Das geht dich nichts an. Komm her. Oh. Ronny, steig jetzt ein. Was ist los? Hä? Ronny? Ronny sitzt vorne. Geht doch. Was soll der Müll? Du hast deinen Unfall ge... Aua. Au. Oh mein Gott, wir sterben jetzt eh. Ricky fährt wie ein Schwein. Das, mein Freund. Und der hat gesagt. So, wer bist du? Ich bin Alejandro. Ich grüße dich. Und du sagst, ich schuld ihm Geld? Also, wenn er das sagt, dann wird das wohl stimmen. Nein, er hat gesagt, dass du das gesagt hast. Ja, du hast gesagt, die muss die Reinigung bezahlen. Warum muss die Reinigung bezahlen, wenn er eine schwache Blase hat?
Also Moment. Hier ist ein Missverständnis. Ich habe gefragt, was ist passiert. Dann hat er gesagt, ich habe in meine Hose gepinkelt, wegen die alte Oma. Und dann habe ich gesagt, oh, was hat die alte Oma damit zu tun? Ja, wegen die alte Oma. Und dann hat er gesagt, ja, schwierig. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du denn die Reinigung angeboten zu bezahlen? Weil es ist ja wegen die alte Oma. Aber jetzt stehen wir hier. Also habe ich sie angeboten? Nö. Sie ist sehr knickig, Alejandro. Wie unfreundlich. Aber ich geb dir gleich unfreundlich, du Bademeister, mit deinen Schlappen. Wow. Das sagst du noch einmal zu meinen besten Freunden. Dann was? Lisa, wie geht es dir? Ganz gut. Ich frech. Du hattest einen Unfall? Darauf konnte ich nicht kontern. Ja. War das nur nicht sehr freundlich, Alejandro? Nein, das war nicht freundlich. Ist deine Urlaub? Bin halt länger kein Fahrrad mehr gefahren. Ach, Lisa. Was wird das hier? Wir lauschen. Ich weiß, was passiert ist. Ich war dabei. Du warst dabei, als sie einen Unfall hatte? Ja. Und du hast bis eben passiert. Nichts davon gesagt? Achso, Nisa hatte einen Unfall wegen mir. Warum hattest du wegen ihm einen Unfall? Das stimmt so nicht. Ich habe gesagt, komm, lass uns mit die BMX-Räder über die... Nein, das hast du nicht gesagt. Miss ich Holloway. Habe nichts mit dem Müll zu tun. Einmal bitte wegtreten. Wo bist du mit Lisa mit dem Bike gefahren? Wo sind wir gefahren? Lisa, sag es ihr. Auf der Straße? Genau, mit Helm. Achso, Lisa, war das die Straße so wie, ne? So wie, weiß schon, so. Wie geht's denn deiner Mutter, Lisa? Alejandro? Ja, was wird das hier? Was kann ich für dich tun? Rennt die gerade weg? In dem Zustand? Ronny! Geh mal bitte nach deiner Schwester. Ich kümmere mich mal um den da. Ich hab keine Schwester. Ich möchte, dass du gleich mal mitkommst. Wir beide müssen mal mit dir reden. Ronny. Ja, Kackbratze? Hast du mich gerade Kackbratze bezeichnet? Ich schwöre dir, ich zieh dich wieder an deinen Kragen gegen die Wand, wenn du so weitermachst, okay? Bitte nicht. Ich hab schon wieder die Scheiße. Wohin ist Lisa gefahren? Jetzt gerade? Mit dem Fahrrad. Also, mit mir zu die Fahrradladen. Nein, wo hat sie sich verletzt? Wo war sie mit dem Fahrrad? Sie ist gegen einen Strommast gefahren. Gegen ein was? Da, wo die Elektrizität rauskommt. Strommast. Sie ist dagegen gefahren? Jo. Sagst du auch die Wahrheit? Nicht, sag die Wahrheit. Brach sie. Okay, komm mit. Ich würde niemals lügen. Ja, Kackbratze. Du hast mehr Muckis als ich. Ja, ich hab mehr Muckis als du. Du warst wahrscheinlich öfter in die Knast. Da macht man die Sit-Upsen. Ich hab eine Militärsausbildung hinter mir, weißt du? Ich mach hier Peng mit irgendwelchen Frechdachsen. Ich bin gar kein Frechdachs. Nee, du bist auch eine Kackbratze. Ich bin eine coole Socke. Nee, bist du nicht. Doch. Hast du überhaupt Socken an? Was hast du nicht gesagt? Ja? Raya, kommst du bitte mit? Okay, warte mal kurz. Ich auch? Ja, nein, du kannst nach Alejandro suchen. Wir beide suchen jetzt Lisa nicht, bis sie jetzt mal vor. Komm bitte mit. Was ist los? Ja, mich wegdrücken macht man nicht. Gibt 3 Tage Hausarrest. Hey, was meinst du mit Wifi wegdrücken? Also, sie drückt mich die ganze Zeit weg und rennt weg. Was ist das? Ich gehe sie die ganze Zeit mal auf den Zahn fühlen. Und was ist das? Wie geht's mit deiner Mutter, hä? Gar nichts. Hä? Sie hat dich weggedrückt, oder was? Nichts? Sie hat dich weggedrückt? Sie hat dich weggedrückt? 15 Mal. Jetzt eben, oder was? Ja. Okay, nochmal mal. Alles klar. Ja? Lisa? Wo bist du? Ich weiß nicht, so in...
irgendwo. Ihr soll herkommen. Lisa, du hattest ein. Da vorne ja, stehst du. Hierher zu kommen. Ja, jetzt hierher zu kommen. Doch, du kommst hierher. Sie hat mich weggedrückt. Wo ist sie? Sie rennt da hinten. Du, warum gehst du jetzt damit rein? Wo hinten rennen sie? Wo? Was? Was ist denn los? Hä? Wo? Derek? Derek? Ich bin nicht so gut im Klettern. Das, oh, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Derek! Wo? Nach da hinten. Dann renn doch mit, Mann! Ja, ich renn doch, aber Gott, du bist so ein Schlappi, ey! Ey, hör auf! Für was soll ich aufhören? Mich nachzuäffen. Lisa Holloway, du bleibst jetzt hier stehen! Du bleibst stehen. Also nach dem Fahrradunfall hast du es ziemlich pfiffig drauf, Mädchen! Lässt du gerade wirklich deinen Bruder rennen? Ich hab Schmerzen im Bein! Lisa, 3 Tage Hausarrest! Jetzt stehen bleiben! 4 Tage! Nein! Achtung, 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 geh! Lisa, renn! Lisa, renn! Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell! Das sind Leute hinter uns! Renn! Renn, 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 renn! Renn! Geh! Renn! Komm! Was? Was? Ich kann nicht mehr... Lisa! Geh hier weg! Geh hier... Okay. Verdammte Scheiße nochmal, Lisa! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wo ist dein Bruder? Fuck! Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Lisa, renn sofort zum Medical Center! Gerrit, geht, kommt mit! Oh. Oh, Scheiße! Lisa, geh da weg! Lisa! Wo? Bleib da weg! Jetzt bleib hier stehen! Bleib hier stehen! Ruf sofort das LSPD! Ruf sofort das LSPD, dass hier bewaffnete Menschen mit Masken sind! Ihr zwei... Lisa, nimm dein fucking Handy, ruf das LSPD an und komm her! Mach ich. Da geht keiner ran! Sch, geh... Aber bitte sofort das Geländeräum, ne? Ronny, du legst sofort auf. Wer ist das? Ronny, du legst sofort auf. Ah ja, wer ist das? Ronny, leg auf! Komm her! Komm her, Ronny! Alles cool. Alles cool. Sie tun den beiden nichts. Ihr lauft jetzt bitte einfach mal weiter Richtung Krankenhaus. Ihr könnt gerne die Polizei verständigen, aber erst nachdem ihr im Krankenhaus seid, ne? Wo ist der Holloway? Okay. Auf geht's, Abmarsch. Wo ist Derek? Kann die Frau ich... mit den weißen Haaren auch einpacken? Ich stelle mir zu viele Fragen. Nee, das ist nur eine alte Oma. Lass die doch in Ruhe. Alles klar. Oh ja. Kann ich mit dir fahren? Ronny! Krankheit? Sofort zu mir nach hinten! Wir hatten ein Moped. Halt deine Klappe. Wir gehen jetzt zum Krankenhaus. Kommt. Kommt. 10:20. Ich hab das LSPD, ich hab schon Dispatch geschickt gehabt. Ich auch. Kopf unterwegs, Parkhaus. Sofort. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Lisa, komm her! Okay, sie wurden gestoppt. Ich hatte den am Telefon, hab noch gesagt, Krankenhaus, Polizei. Geht ihm nach, er hat Derek, die haben Derek Holloway eingepackt. Paul. Wer ist das? Wer ist das? Alejandro, mein bester Freund. Okay, ihr zwei. Alejandro, Alejandro, ihr zwei. Nimm Lisa mit und nimm Ronny mit. Versteckt euch bitte jetzt im Krankenhaus. Ich komm gleich. Selbstverständlich. Sofort, sofort. Lisa, du gehst da jetzt mit. Komm an meine Hand.
Sag mal, rafft ihr es nicht? Könnt ihr mal schnell ein bisschen schneller machen und dahin rennen? Hier laufen die Leute doch eventuell rum. Aber die heult. Lisa, komm bitte hier rein. Alle drei, kommt rein. Kommt rein sofort. Nein, aber ich sitze vorne. Nein. Oh, doch. Mann, Ronny, es ist jetzt keine Zeit für vorne und hinten sitzen. Ich sitze ja vorne, ist alles gut. Wie geht ihr nicht hier vorne? Ich bringe euch ins PD. Dort bleibt ihr gefälligst. Oh nein, ich bin verhaftet, Alejandro. Du bist nicht verhaftet, Ronny. Hör mir mal zu, wenn du dich nicht benimmst. Ricky wurde gerade gestohlen, geklaut, entführt. Und wir wissen nicht, was mit ihm passiert. Ich zeig meine Freunde, die... Nein, die du rufst niemanden an. Okay. Niemanden. Alejandro, kannst du bitte auf ihn aufpassen? Selbstverständlich. So, rein mit euch. Rein ins PD. Lisa, du bitte auch. Lass uns schnell reingehen. Sorry, Chad, ich bin gerade am Austicken. Was will der Bastard? Bist du behindert oder was, Motherfucker? Dirk, bist du noch im Chat, ha? Netflix genug? Leitstelle des LSPD, weiß er, wie kann ich helfen? Hi, Raya Green hier. Ich war die, die den Dispatch geschickt hatte. Ja. Der Mann, der mitgenommen wurde oder keine Ahnung, gerade eben im PD, ich bin die 31, Ist der mitgenommen worden von der Streife gerade? Ich bin gerade in den Ort, wo Derek Holloway entführt wurde. Können Sie am besten ins PD kommen? Ja? Geht es? Ja. Okay, gut. Perfekt. Aber den... Wir warten auf Sie, ja? Okay, alles klar. Gut. Bis gleich.
Wow, super EP. Ich sitze auch jeden Tag im Busch und telefoniere. Sie hat sich gerade versteckt, Twitch-Penner, du fucking Penner. Was erwarte ich denn einen von dir? Super EP! Sie sitzt in dem Busch! Oh, sorry, wenn ich mich vor jemandem verstecke, dann verstecke ich mich nicht im Busch. Nein, ich trete die Arme breit. EP-Experte. Nein, ihr braucht das nicht zu löschen. Ist okay. Ja, das war für ihn eine Ecke zu weit. 5 Sekunden vom RP gesehen und sofort ein Bild gemacht. Kann man nicht mal eine Meinung sagen? Es ist keine Meinung. Was ist denn das für eine Meinung, bitte? Super RP. Du kennst dich mal den Kontext und schießt sofort los. Haben wir jemanden von der Bildzeitung gerade? Oh, okay. Jetzt hast du dein Niveau natürlich gezeigt, ne? Bye. Vollpfosten. Bleib mir weg, ey. Aller Langer? Warte mal. Siehst du nicht, dass er meinen scheiß Mesa parkt? Was? Siehst du nicht, dass... Du hast meinen scheiß Mesa gerade 5 Meter nach vorn geschoben, Alter. Beim... Hä, was? Guck mal, Alter. Der stand eben gerade noch genau da, wo dein scheiß Wagen parkt. Jetzt parkt er hier, Alter. Nächstes Mal aufpassen. Sei froh, dass er einen scheiß Stoßdämpfer hat, Alter. Deinen Wagen würde ich mir mal besser angucken. Also, Motorhaube sieht nicht mal so kafferlech aus. Ich kümmere mich danach drum. Dann mach das. Jetzt noch irgendwie Desync, ey, so eine Scheiße. Haben Frau Green bitte einmal bei den Kollegen hinten melden. Ja? Okay, gut. Wer ist das eben gewesen? Wer gewesen? Der Mann eben mit dem weißen Haaren. Darum wird sich was schon haben alles Sie gut. Gesehen? Ja, gut, Frost, kümmert du dich mal drum, ja? Ich schau das hier gerade alles. Wie, was habe ich gesehen? Es sind mehrere schwarze maskierte Personen gewesen. Sie haben Derek Holloway mitgenommen. Und er war mit dabei. Und er hat irgendwas gemacht von wegen so, ob ich mitkommen soll oder nicht. Lassen Sie ihn gerade gehen? Nein, der Kollege ist dabei. Alles gut. Also Sie haben auf jeden Fall gesehen, dass der auf dem Motorrad... Er denkt wieder auf Columbia. Weil der Aussage ist wohl, der hätte irgendwas zu Ihnen gesagt. Was hat er genau zu Ihnen gesagt? Ob ich auch mit eingepackt werden soll, weil ich zu viel rede? Der auf dem Motorrad? Ja! Okay, ist es der Weißhaarige? Ja, ich habe noch Augenzeugen. Lisa Holloway, wo ist die? Ich hab doch gesagt, die soll hier... Kleinen Moment. Ronny, wo ist Lisa? Also... Wo ist Lisa? Pass auf. Sie ist gerade. Wo ist Lisa? Die pinkelt im Busch. Richtig, sie sucht die öffentlichen Örtlichkeiten auf. Was? Ich hab ihn gefragt, ob sie auf. Nein, stopp. Bianchi? Sie ist hier. Sagen also, Sie mal. Aussage von der Frau Green ist, der auf dem Motorrad hat wohl auch noch zur. Sie ist hier, keine Sorge. Die Herrschaften, einmal kurz bitte Abstand nehmen. Nimm mal bitte Abstand. Selbstverständlich. Okay. Der Mann hat zu mir gesagt, soll er mich auch noch einpacken? Sie stellt mir gerade zu viele Fragen. Ich habe Augenzeugen, Lisa Holloway, der Ronny und dieser an, ich weiß nicht, wie der heißt, Antonio noch was. Ja. Also ist er auf jeden Fall Tatverdächtig, müssen wir ihn runterbringen. Bianchi. Ja, alles gut. Auf jeden Fall, so, dann komm. Gut, passt. Frau Gree, aber trotzdem bitte nochmal im PD bleiben, ja? Am besten, da ist sicherer. Ja. Okay. Aber die Schwester, Lisa Holloway, wo ist sie denn? Sie ist hier irgendwo in einem Gebüsch pinkeln gegangen. Ja, die kommt wieder. Also, wie gesagt, wenn sie das nächste Mal aufs Klo will, dann vielleicht drinnen. Das. Scheiße, ja. Ich krieg gerade einen Anruf von Derek Holloway, Moment. Ja? Ja, mit rein. Wo bist du? Er ist frei. Kommen Sie mit rein. Er ist frei am Burgershot. Es ist Derek Holloway, er ist frei am Burgershot. Aber. Streife 1, 2, dann komm. Okay, aber nehmen Sie doch ihn erst mit runter in die Zelle! Das kann der Kollege schnell machen. Dafür, na, ich denke mal, dass wir den jetzt abholen. Ich gehe in den Dienst. Okay, ja. Wir müssen ihn erstmal runterbringen. Ich komm. Nee, mit was kommst du denn? Ich kümmere mich drum, dass der nicht abholt. Ja, alles mit dem Motorrad, alles gut. Du, er kommt mit einem Motorrad. Er kommt mit einem Motorrad. Okay. Bis gleich. Ja, gut. Es kommt schon eine Wieso gehen jetzt alle... Ihr seid doch...
rast aus, ey. Ach, scheiße. Nochmal. Gott, nix geht, ey. Alle hü-hot. Schwarz-weiß. Gib ich jetzt keine. Herr Hobbs, bitte Abstand. Ronny, alles gut. Komm her, Ronny. Herr Hobbs, bitte. Mach dir die Hände nicht bei dem schmutzig. Rüber. Gut. Wollen Sie mal sagen, wo die sind? In Tasche irgendwo oder sonst was? Ne, hinten rechts in meiner Arschtasche. Okay, beide gut. Müssen. Alles klar, gut. Alles klar, alles klar, alles klar, gut. Perfekt, dann verlege ich Ihnen einmal die Fesseln wieder nach vorne, ja? Ja. Holloway wurde gesichtet, wunderbar. Ne? Dann würden Sie mir einmal das Messer bitte übergeben? Klar. Oder die beiden Messer? Ja, mach ich. Ja. Sie haben mich gerade angerufen? Holloway wurde entführt. Er ist wieder da. Weiß ich. Er ist wieder da. Ja. Okay, ganz ruhig. Ich bin irgendwann gleich im PD. Bis gleich. Topf in der Ecke. Bis gleich. Ja, was ist mit dem Topf in der Ecke? So. Ihr zwei? Egal. Kommt jetzt zu mir rüber. Selbstverständlich. Ihr habt eine einzige Aufgabe. Eine einzige Aufgabe. Und zwar, Lisa Holloway wieder hier zurückzubringen. Haben wir. Wo ist sie? Auf die sanitäre Einrichtung. Dann wartet vor der sanitären Einrichtung. Wartet, bis sie hierher ist. Das ist leichter ist gesagt PD, ja? Als getan. Ja, er ist jetzt hier im PD. Aber es ist scheiße. Der Holloway ist hier im PD. Eigentlich müsstest du sie sehen. Dann soll ich mal kurz die Schuhe binden. Siehst du die Topfpflanze da vorne? Ja, was ist damit? Du genau reinguckst. Bist du bescheuert? Ronny. Wirklich, es steht mir bis hier oben, ne? Bis hier oben. So, perfekt. Dann machen wir einmal die Fessel nochmal fest. Perfekt, gut. Dann einmal mit runter. Alles gut? Ja, eigentlich alles gut. Okay, gut. Dann noch einmal mit runterkommen. Ich fahr schon mal ins Café. Wenn du fertig kommst, bist, du mit ruf mich an, dann ja. Ich mit dir Taxi, okay? Ja. Und wie ist der Dienst bis jetzt so? Wunderschön. Na, glaube ich gern. Dann gehen wir einmal hier rechts gleich rein. Na, sogar eine offene Zelle. Und ja. Gut, perfekt. Sind wir noch dran, oder nicht? Die haben sie mir gerade eben abgenommen, aus welchem Grund auch immer. Sicher? Ja, ich ziehe sie noch mal ein bisschen enger, so jetzt vielleicht. Ich glaube, die waren ein bisschen locker. Können sie gerne machen. Alles gut, so. Gut, dann durchsuche ich sie noch mal ganz kurz. Na, ich habe immer noch eine Waffe bei mir. Ja, ich habe mir gerade ihr Dinger gerade gegeben, haben sie gesagt. Ja, aber die Schusswaffe doch nicht. Sie haben gefragt, ob ich in die Messer gekannt. Dann meinte ich bin ja so kooperativ, ich gebe ihnen noch meine Schusswaffe. Und dann haben sie auf den Funk reagiert. Ich habe sie gefragt, ob sie irgendwelche Waffen oder spitzen Gegenstände dabei haben. Darauf haben sie mit zwei Messern geantwortet. Tut mir leid. Also nächstes Mal am besten... Ja gut, am nächsten Mal am besten dann direkt auch die Waffen, ja? Ja, klar. Können wir gleich machen. War ich nur nicht so schnell. Ja, alles gut. Machen wir dann direkt. Steht die nette Dame eigentlich immer mit dem Taser da? Ja. Alles gut. So, wunderbar. Gut, dann verlege ich einmal nochmal die Fessel nach vorne. So, dann einmal die Waffe übergeben, bitte. Ja, gerne doch.
gut. Wunderbar. Perfekt. Super. Präventivhaft, Ohaft? Wir machen jetzt erstmal Präventivhaft, ja? Was heißt hier erstmal Präventivhaft? Es ist jetzt erstmal Präventivhaft. Weil sie mit beteiligt waren bei einer Straftat. Na, beteiligt nicht. Oder? Gibt's Da doch. Warum? Ja, wir haben drei Zeugenaussagen. Wie oft dann denn noch? Gut, dann haben wir erstmal Ohaft. Perfekt, dann fällt die Präventivhaft weg, alles klar, dann haben wir es geklärt. Wunderbar. Dann einmal, haben Sie genug zu essen und zu trinken dabei und alles? Negativ, ich habe gar nichts dabei. Gut, dann gebe ich Ihnen einmal, sind Sie irgendwie Veganer oder irgendwie sowas, was man dabei achten muss? Ach was, nein. Okay, gut, wunderbar. Dann gebe ich Ihnen einmal hier zwei Flaschen Wasser. Vielen Dank. Und einmal zwei Sandwiches, so, das sollte erstmal reichen für eine Zeit lang. Merci, auf jeden Fall. Ja, natürlich, wunderbar, gut. Dann müsste ich einmal noch Ihren Ausweis aber sehen davor. Den Ausweis hat Emilio Bianchi noch bei uns. Ah, okay, gut. Alles klar, gut. Dann einmal in der Zelle noch stehen bleiben, ja? Ja, kein Problem. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Angenehm Dienst hier noch. Immer doch. So. Ich geh's kurz hoch. Nee, bleib mal hier. Was denn? Ich muss jetzt die Leute holen für die Zeugenaussagen. Kann mich jetzt mal erstmal wer aufklären, was überhaupt los ist, ja? Ich habe keine Information, was ist los. Ich weiß nur, dass der Holloway eingepackt wurde. Das ist alles. Ja, von ihm und seinen Leuten. Die sind alle gekommen. Wir waren hinterm Krankenhaus, haben dort, wir haben gerade die Frau Miss Holloway, haben wir kurz, wir haben Fang gespielt sozusagen. Okay. Haben gesagt, soll stehen bleiben. Auf einmal sehe ich hinten ganz viele maskierte Leute, unter anderem er auf dem Bike. Hat uns gestoppt. Ich habe gemeint, fassen Sie die beiden anderen nicht an, Lisa Holloway und den Ronnie Hobbs. Und dann meinte er, von wegen, was weiß ich, was da war, Telefon oder sonst was, sollen wir die Dame in Weiß auch noch einpacken, denn sie stellt so viele Fragen. Mhm. Ja. Ihre Dienstnummer war 31, ne? BD 31, ja. Alles klar. Und bevor er sich uns näherte, habe ich den Dispatch weitergeleitet. Okay, gut. Also Lisa Holloway und ein Ronnie Hobbs können das bezeugen. Dankeschön, klar, gut. Akte haben wir jetzt erstmal. Er ist mitbeteiligt, dementsprechend Mitstraftäter. An sich hat er nicht eingepackt. Deswegen verstehe ich nicht, warum einige Kollegen den fast hatten gehen lassen wollen. Gut, welche Streife war da jetzt zuerst vor Ort? Die mit Bianchi, scheinbar. Gut. Streife 1 für Leitstelle kommen. Wie geht's dir? 10, 20, keine Wichser, ey. Alles gut? Ja. Das ist der auch seine Freunde verkauft. Wer verkauft seine Freunde? Er. Also wie ist denn der Name von dem Mann überhaupt? Wissen Sie das? Nein? Gut. Ausweis hat Bianchi, dann warten wir, bis er wieder unten ist. Auch gut. Und Entschuldigung, wegen dem Wegdrücken, ich war auch einen sehr wichtigen. Hello, Miss Green. Ich habe hier gerade Ronnie vor mir stehen, der sagt, dass sie eine Nissi suchen würden und dass die gerade hier im PD steht. Ja, die müssen Herr Ronny und Frau Holloway und der andere Südländer, die müssen alle für Zeugenaussagen bitte dort bleiben. Okay. Gut, bis dann. Geht klar. Wir waren da oben vorm Krankenhaus an diesem einen Gebäude, FIB-Gebäude, und sind da Frau Holloway hinterhergejagt, weil sie gerade in der Zwickmühle mit ihrem Bruder war. Es war alles ein Spaß, bis aus Spaß ernst wurde. Es kamen, da war ein Fahrzeug, mehrere Leute maskiert, unter anderem der Mann. Und er hat mich gefragt, also hat er stillgestanden und scheinbar irgendwie entweder telefoniert oder was weiß ich was. Hat er sein Handy nicht abgenommen bekommen? Gut. Bianchi? Warum ist denn der da in seinem Handy? Gut, ich dachte, das wurde schon abgenommen, dann schauen wir nochmal. Ich denke, machen. Nochmal kurz herkommen, bitte. Jedenfalls hat, hat er, die Kollegen hatten das schon erledigt. Gut, dann sehen wir das einmal kurz geben, bitte. Wer hat den Kollegen, wer hat den Typen da in die Zellen gebracht? Jetzt gerade ich eben mit dem Blonden. Ich weiß nicht, wer der Kollege ist. Ich bin jetzt gerade extra in den Dienstgang, um mit runterzukommen, damit er nicht alleine ist. Ich bin ja eigentlich praktisch betroffen in dieser Sache. Ja, er meinte, wir sollen weitergehen zum Krankenhaus und dort dürfen wir die Polizei anrufen. Und dann meinte ich, lassen Sie die beiden in Ruhe, was wollen Sie von Derek Holloway? Und dann hat er gesagt, sollen wir die Weißhaarige mitnehmen? Sie stellt so viele Fragen. Und bevor er zu uns kam, weil ich die Menge an maskierten Leute plötzlich rumfahren sehen, habe ich schon den Dispatch geschickt und Lisa Holloway und den Ronnie Hobbs gesagt, rennt bitte jetzt sofort hier weg.
Und dann, ja, wie gesagt, von Derek Oliver habe ich nichts mehr gesehen. Ihr macht dann die Akte. Er ging auch nicht mehr an sein Handy ran. Er ist ja jetzt zurück. Und das war der Ding. Ich habe den Dispatch gegeben, die Kollegen kamen angefahren. Er blieb stehen, dieser Mann. Ich meine, dass es Search ist. Und ist den wohl hinterhergefahren. Wer ist jetzt alles oben? Wieso redet der so laut? Ja. Ich oder Herr Weißer? Ich glaube, das ist der Herr Weißer, ja. Was? Was sind gerade oben? Die drei Zeugen, die genannt wurden. Naja. Okay. Nee, ich mein, ganz ruhig, so wie es sich anhört, geht's euch erstmal allen gut? Ja, ich glaube, Frau Holloway muss beruhigt werden, ja. Ich würde jetzt zu ihr hochgehen, wir würden dann unsere Aussagen machen, weil ich bin ja... Ja, das wollten wir jetzt gerade anfangen, der Bianchi und ich. Gut. Alles klar. Also ich wurde bedroht. Deswegen. Das heißt hier bedroht. Es hieß halt eben, sollen wir sie mit einpacken? Und er war ja mit beteiligt bei dieser Geschichte. Okay. Herr Frost, übernehmen Sie das Ganze? Yep. Okay. Ich muss wie gesagt, Bianchi und ich wollten jetzt gerade anfangen, die Aussagen aufzunehmen, dann haben sie uns runtergerufen. Okay. Ich rufe kurz Frau, ja, die Streife wollte noch Herrn Holloway abholen, aber er hat sich selbstständig mit dem Motorrad hierher bewegt. Ja, deswegen, als wir ankamen, war keiner mehr vor Ort. Wir sind nochmal die Gassen abgegangen und um den Block gefahren, aber war nichts mehr vor Ort. Ja, wie heißt der überhaupt? Er ist wohl gerade oben im Gespräch mit der Frau Blake und Herr Kiebitz, weil er sagte wohl irgendwas, ist ein vertrauliches Gespräch. Es ist ein vertrauliches Gespräch. Okay, ja, okay, gut. Also deswegen, die Chiefs sind gerade oben mit ihm am Reden. Alles klar. Und wenn er das halt auch noch mal bestätigt mit den Herren da in der Zelle, dann ist es ja auf jeden Fall... Wer bestätigt mit der Zelle? Also Herr Holloway kam nicht mit ihm in Kontakt. Herr Holloway war umgeben von anderen Maskierten. Er war mit dem Bike zu uns wie so ein... Wie nennt man das? Nicht Runner, sondern... Was sind das, die drumherum alles absichern wollen und abchecken? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Scouter? Ja. Scouter. Also er wirkte wie in einer Scouter-Position mit seinem Bike. Er war ja auch um einiges schneller unterwegs. Da war ja auch noch ein Auto. Ich bin ja nochmal dann zurück zum Tatort gefahren, habe niemanden mehr gesehen. Nicht das schwarze Auto, nicht Derek Holloway, sein Handy war aus. Und dann, genau. Übrigens, alles richtig gemacht. Zivilisten wegschicken. Ja, sie hat leider, wir waren, ja, Frau Holloway war vom, wir sind ihr die ganze Zeit schon hinterhergerannt. Und in dem entscheidenden Moment, wo ich gemeint habe, jetzt nimm die Füße in die Beine und die Beine in die Füße und renn, war sie außer Puste. Und Herr Holloway war schon, wie gesagt, umgeben und... Okay, ich mache da nach oben und nehme die Aussagen auf. Das Funkgerät ich abgenommen? Kann mit... Ich habe nicht durchsucht, muss den Kollegen... Okay, ja, ich einmal gehe schon mal nach oben und fange die Aussagen an aufzunehmen. Ich lege gerade schon mal die Beine. Das gibt's ja nicht. Ich sicher ab, durchsuchen, einmal komplett. Kann nicht sein, dass der schon wieder... Miss Green, alle drei warten gerade noch oben. Ja, die müssen alle drei ihre Aussagen machen. Danke. Gibt es schon eine Akte dazu? Bianchi ist gerade dabei. Check. Ich fange jetzt an, die Aussagen mit... Hey, er ist wieder da, ja? Geht's dir gut soweit? Mama? Okay, ihm ist nichts passiert, ja? Ja, Ronny? Ich muss mal nochmal loswerden, dass du einen an die Schwimmer hast. Was? Herr Prost, können Sie mal hier weggehen? Ich scheuche Sie jetzt auch weg. Sie haben hier nichts zu suchen. Okay, was denn? Was ist los? Wie soll ich dir denn erklären, ohne dass jeder mitkriegt, wo sie ist, wenn sie in die Topfpflanze bullert? Du hast in der Topfpflanze gepullert? Naja, der Polizist hatte gerade keine Zeit und ich habe gesagt, ich mache das auch. Warte, das hat der Polizist nicht gesagt? Polizist hat nur das gesagt, er hat keine Zeit. Lisa, warum pullerst du in eine Pflanzen? Mädchen, schämst du dich nicht, deinen Arsch irgendwie hier vom ganzen PD-Nachricht zu machen? Bei dem kann ich ja verstehen, der hat sowieso keine Scham. Oh Mädel, wir müssen noch reden, ne? So, aber das Allerwichtigste ist jetzt, euch geht es soweit gut, Derek geht es soweit gut, aber ihr müsst jetzt alle hier mit mir die Aussage machen. Ihr erinnert euch, der Mann in der Maske hat doch gesagt, die Weißhaarige stellt mir zu viele Fragen. Sollen wir sie auch einpacken? Erinnert ihr euch noch? Ja. Gut, genau das müsst ihr jetzt bestätigen und aussagen. Habt ihr mich verstanden? Ihr müsst alles genau beschreiben, dass wir da gerannt sind, dass ich...
dass da plötzlich die maskierten Leute waren und der am Bike vor uns gehalten hat, okay? Er hat uns gesagt, wir sollen zum Krankenhaus rennen, dann können wir das PD anrufen. Ich wollte euch beschützen. Ich habe gesagt, bitte rühren Sie die beiden nicht an. Was machen Sie mit Derek Holloway? Egal. Ihr macht euer Ding. Ihr tut genau das, was ihr beobachtet habt, Aussagen, okay? Einer nach dem anderen. Verstanden. Selbstverständlich. Okay, gut. Alles klar. Mr. Holloway, wie geht es Ihnen? Sind Sie mit dem Gespräch fertig? Ja. Ich meinte auch die Frau Green. Achso, ja, ja, Sie können sie jetzt alle nach und nach für die Aussage da. Yep. Derek? Hm. Kommst du? Wohin? Mal kurz raus? Mhm. Was ist los? Sie haben mich wieder mitgenommen. Ja, ich weiß. Aber was ist passiert? Was wollten die von dir? Weil ich die Aussage gemacht habe. Welche Aussage? Dass sie uns mitgenommen haben. Hä? Damals einen Rocker gegeben haben. Und gesagt, ich soll die Fresse nicht mehr aufreißen, was sie betrifft, sonst ist ein Finger weg. Was? Ja. Er? Die haben dir gedroht, dass sie dir den Finger wegmachen. Es war einfach zu keine Aussagen mehr kommen gegen die. Mir ist nichts passiert, die haben mir nichts getan. Das war von denen wahrscheinlich auch nur groß geschwätzt oder so, keine Ahnung. Die sahen jetzt nicht sehr professionell aus. Nein, die haben es nicht. Der eine ist auf die Fresse geflogen. Ja. Der andere kann kein Motorrad fahren, fährt gegen die Wand. Der andere fährt das Auto gegen die Wand. Ja. Raya, bleib hier. Hallo, komm. Was? Bleib was hier? Was? Was? Ich soll zugucken, wie der Wichser da unten in den Zellen steht? Da unten ist Serge! Der dich sowieso verkauft hat. Mich verkauft hat. Ja, dann, aber sag das dem doch jetzt nicht, so können wir Stress vermeiden, dann... Wie Stress vermeiden? Was. Ja, konfrontieren jetzt, ja, der Holloway hat die Aussage getätigt, dass... Nein, das habe ich, natürlich werde ich ihm das nicht sagen. Aber ich, meine Füße wurden aufgeschlitzt von den Wichsern. Ich weiß. Die haben gesnitcht. Die ganze Insel stinkt nach diesen ganzen verdammten Kriminellen. Jetzt weiß ich, warum ich es damals getan habe und warum ich es heute mache. Was ist eigentlich so, warum ich es nicht machen möchte? Ich werde es machen. Ich trage diese Marke mit Stolz. Ich weiß. Ich werde mich von diesen Idioten nicht unterkriegen lassen. Habe ich das zu dir gesagt? Nein. Dieser kleine Hurensohn. Richtige, wo da Kindergeschrei aus dem... Beschritten werden von der Uhrhaft? Okay, alles klar. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wenn Sie sonst irgendwas brauchen, Sie haben Leitstellentelefon, Sie können sich bei mir melden. Dürfte die nette Dame mit dem weißen Namen kurz vortreten? Natürlich, wieso nicht? Ich hätte gerne eine Frage. Wenn sie das möchte, darf sie das tun. Wenn sie es nicht möchte, muss sie das nicht tun. Die Dame. Der Name ist Raya Green, aber das wissen Sie ja bereits, Mr. Murdoch. Na, freut mich. Raya. Ja. Kurze Frage. Zu 100% sicher, dass es kein schwarz-weißes Motorrad war, das Holloway eingepackt hat? Ich habe nicht mal gesagt, welche Farbe er eingepackt hat. Ich weiß nur, dass es ein schwarzes Motorrad von mir ist. Nicht von mir. Sicher. Von mir standen Sie mit dem Motorrad. Ja, das ist so positiv mit der Aussage. Sie sollten bitte das Gelände verlassen und die Polizei verständigen, sobald sie wechseln. Und nicht in dem Gelände rumgurken, wo jemand eingepackt wurde, nur um eine Ecke rum. Es ist komisch, dass sie in der Nähe von solchen Leuten sind, die irgendwelche anderen Leute einpacken, ne? Es ist komisch, dass genau ich solche Leute suche, die sich einen als wir ausgeben.
Haben wir schon gestern Probleme mit dem Bruder, mit den anderen. Sind sie nicht irgendwie Blackwater-Member? Weiß ich nicht, wie kommen sie da drauf? Ist komisch, ne? Also langsam, wenn sie jetzt so reden, würde ich mal sagen, ich will es nicht bereuen, dass der Holloway eingepackt wurde. Sie bereuen es nicht, dass Holloway eingepackt wurde? Nee, ich meine, so wie sie reden, Green, bitte. Hat er ihnen wohl einiges erzählt. Nö. Ich sollte eigentlich die Person sein, die ihn da rausholt. Wissen Sie, was schön ist? Kollege, kannst du dich kurz allein lassen? 10-9. Weißt du, was toll ist? 52-10-7. Wenn Schnipsel aus der Vergangenheit zurückkommen und ein komisch maskierter Mann vom Krankenhaus mir seine Nummer droppt. Ich weiß, welche Person ihn eingepackt hat. Ah, ja. Vergiss es. Frau Green. Oh, ja. Vergiss es. Ganz kurz auf ein Wort. Ja. Kannst du es mal mitkommen, bitte. Ist Zeitverschwendung, sich mit den Leuten zu unterhalten, ja? Glauben Sie, ich habe es am Anfang auch probiert. Es ist Zeitverschwendung. Wer sind Sie? Weißer. Okay. Es ist Zeitverschwendung, wirklich. Es ist keine Zeitverschwendung. Wenn er sich äußern will, später kann er sich äußern. Das, ja, aber ich möchte eine Aussage triggern. Ja, gut. Bringt aber jetzt nichts, das machen, wenn die Leute, die Akte übernehmen. Es gibt eine Streife, die war immer, das ist immer die Streife, die zuerst vor Ort ist, die übernimmt das ganze Aktenschreiben. Okay. Und die kümmert sich auch um Aussagen und Sonstiges. Okay. Und wenn Sie denken, Sie haben dann eine Chance, aus dem eine Aussage rauszulocken, dann am besten mit denen in Kontakt sitzen, die sind ja oben, ja. Und dann denen halt sagen, dass sie glauben, dass sie da was rausholen können. Ich möchte keine Aussage von ihm austriggern. Ich möchte mich einfach mit ihm unterhalten. Ja, ja, alles gut. Dann aber am besten oben das mit der Streife abklären, ja? Weil die machen das mit der Akte und die dokumentieren alles und nicht, dass dann irgendwas unter den Tisch fällt und dann kommt jemand wegen irgendwas Vergessenem raus, ja? Okay. Gut. Nur ein Tipp. Alles gut. Wunderbar. Dann gehen wir wieder hoch, oder? Gott, geht er mir. Theoretisch warst du als erste Streife vor Ort. Bianchi? Ganz kurz, Entschuldigung. Ich bin kurz unten, ja? Ich werde nicht irgendwas triggern, was irgendwie zu einer Aussage führen kann. Ich bin einfach nur bei dem Insassen, ja? Okay, pass. Nein, kann er nicht, Angel Fire. Du denkst, du kannst hier irgendwas bei Derek reinschieben, oder was? Nein. Inwiefern sollte ich irgendwas bei Derek reinschieben? Dass Derek mir irgendwas zugezwitschert hätte. Nein. Na, so wie es, was? So wie ich es zu Gehör bekommen habe, schon, ne? Wie hast du es denn gehört? Ich meine, inwiefern solltest du denn bitte die Vermutung haben, dass ich bei Blackwater bin? Du hast mir deine Nummer als Auftraggeber für Blackwater gedroppt. Du hast deine Stimme verstellt und deswegen hat ein Search Murdoch mir nie seine Nummer gegeben. Und es ist eigenartig, aber in letzter Zeit... Obwohl ich guten Kontakt zu Blackwater habe. Guten Kontakt zu Blackwater? Du arbeitest mit solchen Menschen zusammen? Ich arbeite nicht mit solchen Menschen zusammen. Du führst Aufträge für die denn aus? Das ist für mich negativ. Teil von Blackwater. Aussage. Ich führe keine Aufträge für die auf. Also das ist kompletter Schwachsinn. Wieso vermittelst du dann Aufträge? Hast du mir den Auftraggeber damals besorgt oder nicht? Ja oder nein? Was hättest du dir ihn auch selber besorgen können, ne? Nein, red dich da nicht so raus. Du kooperierst mit denen. Ich kooperiere nicht mit denen. Nur bin ich denen einiges schuldig, ja? Oft genug haben sie eine Raya Green und einen Derek Holloway. Denen ihre Kopfgelder oder denen ihre Aufträge haben die verschwinden lassen. Und diese dann anständigen Männer.
Und dann ist ein Derek Holloway der Meinung, oder sagen wir eine Raya Green, die gerade vor mir steht, der Meinung, ich würde einen Derek Holloway einpacken? Was habe ich davon? Hm. Also du kooperierst, selber, ja. du vermittelst mich weiter an Leuten von denen und dann bist du 10 Meter entfernt, wenn Derek Holloway, sehr komische Zufälle, oder Serge? Ich sag mal so, das war eigentlich kein komischer Zufall, sondern wir sind dem Chef da hinterher gefahren. In dem Moment sind die am FAB Tower ausgestiegen, dann bist du mit einer weiteren Dame und dem Derek weggelaufen. Mhm. Dann wurde Derek aufgehalten. Und warum funkst du dann? Die Weißhaarige stellt mir zu viele Fragen. Soll ich die auch einpacken? Das war eher so ein Witz nebenbei. Warum? Ich meine, streng genommen, was habe ich denn bitte davon, wenn ich euch beide einpacke? Ich weiß nicht. Geld? Geschweige denn. Geld? Aha, Geld. Jedes beschissene Geld auf dieser Welt wäre mir scheißegal. Ja. Einen Derek Holloway werde ich nicht einpacken. Nicht im privaten Zustand. Sollte ein Blackwater-Jungen einen Auftrag bekommen, betrifft das mich nicht, ja? Aber sollte jemand privat zu mir kommen und mir Geld zustecken wollen, würde ich dem ins Gesicht rotzen und sagen, dass er sich verpissen soll. Erzähl dir schön dein Gewissen rein. Netter Versuch. Fabri? Ja? Sie müssen ganz kurz nochmal absichern kommen, der Eisner braucht noch was zu essen. Ich muss kurz aufs Klo, Moment. Yippie. Sag mal hallo, Chat. Guten Nacht. Ja, gute Nacht, Babe. Ich geh mal kurz EC aufs Klo. Ich bin bei dir. Komm, warte, Babe. Ich muss hier. Ich bin gleich auf meinem EC-Klo. Schatz, warte. Okay. Wird da geknutscht? Hallo? So, ich bin gleich wieder da, Chat.
Und dann Subway. Müssen wir halt noch ein bisschen fahren. Aber... Oh, ein Ausflug mit Sole. Ah, das wird cool. Ich freue mich auch so richtig. Hey, komm. Lisa. Komm. Pass auf, die Vollidioten stehen jetzt da draußen. Welche Vollidioten? Das sind welche von Baby. Ja. Pass auf, ich habe unten eine Anspielung gemacht. Und da meint er... Ach, hat Holloway dir das erzählt? Und ich so, nö. Aber du kooperierst mit denen definitiv. Also bist du für mich ein Teil von denen. Wo wir gehen? Jetzt gehen? Da raus? An denen vorbei? Nein, wir gehen andere Seite raus. Komm mit. Warte. Warte. Wer ist das? Was, die zwei auch, oder wie? Ich weiß es nicht. Der eine der Jacke verschleicht. Wir gehen jetzt. Warum ist Ronny? Ronny ist doch draußen. Jetzt wart ja, doch mal. Ronny, wurden alle aus... Tun. Derek, hast du deine Aussage aufgegeben? Ja, bei den Chiefs. Lisa, hast du deine Aussage aufgegeben? Mhm. Okay, meine fehlt, glaube ich, noch. Geh jetzt kurz runter und frag mal, okay? Und du kannst ja sie mit den Vorraum nehmen. Genau, dass sie einfach hier warten soll. Nicht mit runterkommen. Komm mit. Nein! Achso. Zeig mir deine Führerscheine. Ich krieg's so oder so raus, zeig her. Brauchen Sie aber auch meine Aussage? Wäre gut, wenn Sie die verfassen und an die Akte hängen. Okay. Hier. Okay. Hey, habt ihr eure Aussagen soweit aufgegeben? Ja, habe ich schon gemacht. Okay. Ja, aber natürlich auch den Teil mit die weißhaarige Frau und so weiter habe ich natürlich gesagt. Selbstverständlich. Okay, gut. Alles klar. Ronny, wie... Alles okay? Ronny? Ich glaube, der braucht einen Moment Ruhe. Den hat das Ganze sehr mitgenommen. Okay. Seine beste Freund vor seinen Augen entführt. Ja, ist nicht schön. Ich fahr mal kurz mit dem Auto rum, weil da hinten sind die Holloways. Ihr kommt soweit klar? Wir können uns da später nochmal treffen, ja? Sehr gerne. Alles klar. Okay. Bis gleich, ja? Bis später. Wann hat der eine blaue Unterbeleuchtung? Ich meine, das sieht super geil aus, aber hä?
und Pornfotos. Sag mal. Die raffen auch gar. Also, da sind die doch, ja. So, ich hoffe, Lektion, wir rennen von anderen Leuten weg, ist heute gelernt worden. Mhm. Okay. Lisa? Ja? Hör damit auf. Womit? Dir irgendwie einzureden, du hättest Schuld daran. Aufhören. Ja, aber es ist doch auch so. Nein, warum soll es so sein? Das hat Gerd so oder so, wenn ich heute wandern, das hätten die ihn einpacken wollen. Wenn ich nicht abgehauen wäre, hätten die dich auch nicht eingepackt. Halt jetzt die Klappe da hinten. Meine Fresse, ich möchte das hier nicht hören. Komm mal rechts. Geradeaus. Was denn? Auch nochmal geradeaus. Weiter geradeaus, bitte. Was ist? Ich zeig dir das. Rechts. Hier. Nein, geradeaus. Rechts. Ja? Da unten. Was da unten? Da unten haben sie mich hingebracht. Hier. Fahr links. Hier runter. Nein, links. Geradeaus. Hä? Links. Und da in die Tiefgarage links. Da haben sie dich gebracht. Da haben sie mich hingebracht. Kein Bastarde. Hast du mich da unten vor die Wand gestellt? Nein, ich gehöre nicht zu Blackwater. Ja, du teilst den nur Betrug. Was hat denn der für eine dumme Logik? Ist der bescheuert oder was? Wer? Search. Ja klar, ist er, oder? Es kann doch nicht sein, dass diese dreckigen Bastarde immer ihren Willen bekommen. Lisa. Kannst kein Fahrrad fahren, ja? Halt schon eine Weile her. Ja, wie geht's deinem Fuß? Und was ist mit dir und Ronny? Was läuft da? Was soll da laufen? Ich frag dich gerade. Hä, was ist denn? Da ist nichts. Magst du ihn? Was? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ronny ist doch süß. Und nix für dich, richtig? Genau. Absolut. Hä? Was ist denn mit dir? Er ist doch ein Süßer. Nein? Doch? Ja, er ist ein Süßer. Ja. Ob du es glaubst oder nicht, aber deine kleine Schwester wird dann irgendwann jemanden mal mögen. Ja, ist doch voll cool, wenn dein kleiner Bruder mit deiner kleinen Schwester zusammen ist. Nein. Das klingt auf sehr vielen Ebenen. Ihr wisst, was ich meine. Chill doch mal euren Noppen. Nein, Raya. Wie nein, Raya? Nicht der. Wo wir gerade von Ronny reden. Hi, Ronny. Oh mein Gott, wie sie schon Hi sagt.
Ich sitze im Auto. Raja, hast du das gerade gehört? Bei meinem Bruder. Derek. Ja, und? Es gibt es, man sagt Hi. Lass also, doch Hi sagen. Hi. Kannst du jetzt die Klappe da vorne halten? Ja, kannst du bitte die Klappe da neben mir? Ne, nicht du, Ronny. Sag mal, bist du was auf sein, genau dieses Hi hast du auch mal bei mir gemacht. Oh, okay, wenn du so weitermachst, werde ich es nicht mehr bei dir machen. Wer soll pupsen? Genau, Ruhe. Ruhe. Aber ich will nicht pupsen. Was gibt es, Ronny? Ja. Mhm. Was denn? Achso. Ich fütter dich gleich an die Haie. Bis dann. Was ist los? Aber nur, wenn du daheim bist. Ronny wollte wissen, wo ich bin. Und? Na, ich habe ihm gesagt, ich sitze im Auto und ich soll Derek anpupsen, aber das werde ich wohl nicht tun. Ja, bitte nicht. Ich sitze auch im Wagen. Danach gerne. Moment, ich glaube, mal hier aufs Knöpfchen. Das Auto zu. Pups mal. Nein, pups nicht. Du bist noch mal in den Sitzen. Ja, sag ihm, er kann ruhig hierher mitkommen. Dann sind wir alle wieder beisammen. Ah, jetzt wieder auf dem Flughafen. Hm. Hol doch mal einfach das Motorrad. Wo ist mein Motorrad? Ja, guck mal. Ich weiß nicht. Eine Hände ans Garage. Apropos was? Ich bräuchte vielleicht ein paar Fahrstunden. Oh mein Gott! Oh, sorry, ich war voll in der Zone. Okay, was? Du bräuchte ein paar was? Ich bräuchte eventuell ein paar Fahrstunden. Fahrstunden zu was? Autofahren? Ja, aber das Auto ist hier nichts zum Fahren für dich. Du kriegst meinen. Es hat einen. Hab ihr eins gegeben. Was hast du ihr für eins gegeben? Die Tailgater langsam. Also ich sag mal so, da ist es schneller. Oh. Bist du heute Nacht rausgegangen, hast geübt? Nein. Sicher nicht? Ja. Passt. Hä? Lisa? Ja, das noch nicht. Was denn? Okay, wir werden mit dir ein paar Fahrstunden machen. Willst du Musik haben oder was? Warte, ich guck grad mal. Ach, warte. Hm? Ich kann anmachen. Nee, warte mal. Was denn? Ja. Ach, verdammt! Okay. Ja? Probier's nochmal. Ich schaff es nicht. Ich komm da nicht rein. Okay, pass auf. Drück durch. Drück durch.
Was? Nein. Was wolltest du sagen? Nein, alles gut. Wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich mir selber ins eigene Bein schießen. Wieso? Weil ich mir selber ins eigene Bein schießen würde. Und ich würde mich dann beschweren. Was willst du sagen? Nein, wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich mir selber ins eigene Bein schießen und dann beschweren, dass ich nicht mehr laufen kann. Jetzt sag doch. Nein, ich sag das nicht, weil ich würde mir selber ins Bein schießen. Jetzt sag doch. Nein. Ich schieße mir nicht selber ins Bein. Hä? Ich bin enttäuscht. Nee. Doch. Also von mir selbst. Von dir sowieso. Aber von mir noch mehr. Warum bist du von dir enttäuscht? Weil ich es nicht schaffe. Oh, das geht gesehen. Wenn du mir einfach mal zumachen würdest. So, Vollgas. Fahr mal bitte mehr auf der rechten Seite. Das war links. Rechts. Durchdrücken. Weiter. Oh, jetzt. Kurve wechseln. Gas geben. Rückwärts. Jetzt sag, warum willst du dir ins Bein schießen? Ha? Nein, das wäre auch komplett dumm, wenn jemand sowas sagen würde, weil es absolut keinen Sinn ergibt. Es gibt keinen Sinn. Sag doch mal, das ist. Ich hab grad einen Holzkopfmoment, ist das scheißegal. Sag doch den Holzkopfmoment. Es ist grad scheißegal. Sag es! Nein! Ich fahr jetzt dagegen! Okay. Also? Ich schieß mir nicht ins eigene Bein. Jetzt sag doch mal! Nein, weil ich kenn dich, selbst wenn ich das sagen würde, dann. Wenn du jetzt sagen würdest, nee, ich mach das dann auch ganz bestimmt nicht, dann würdest du es ganz bestimmt machen. Sag es doch, ich mach's wirklich nicht. Ja, und dann sag ich's dir, dann denkst du, okay, dann machen wir das so jetzt. Ja, machen wir doch so jetzt, komm. Nein, schieß mir nicht ins eigene Bein. Du sagst mir jetzt sofort, was du willst. Was du da nicht sagst. Was ich will? Nein, das... das will ich nicht wissen. Derek, was ist es? Nein, ich kenn dich, ich mach das nicht! Sag! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Okay, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann kriegst du nie wieder Chips von mir. Raya. Ich kaufe dir so viele Chips, wie du möchtest. Nein! Sag, was ist es? Nein! Doch. Nein. Doch. Wenn ich es nicht schaffe, haben wir keinen Sex, oder was? Sorry, Lisa. Wolltest du das sagen? Wolltest du das sagen? Das wolltest du sagen. Das ist nicht das Ganze. Was denn? Dann sag mir das Ganze. Wenn du es heute nicht schaffst, bin ich enttäuscht und dann haben wir keinen Sex. Okay. Du wirst jetzt nicht machen. Das wäre ein eigener Beinschuss. Das machen wir nicht. Lisa schläft sowieso bei mir heute. Und Ronny. Vergiss es. Nein. Lisa, du bist herzlich eingeladen in meiner Wohnung. Okay, bleib mal bitte stehen. Nein. Du bleibst stehen. Nein! Du bleibst stehen. Ich bin gerade auf 170, fass mein Lenkrad nicht an. Ja, ich halte hier die Handbremse. Ich zieh sie gleich hoch, wenn er sich stehen bleibt. Nein, tust du nicht! Oh, okay. So. Lisa, mal bitte ganz kurz aussteigen. Mhm. Nein! Guck dir die roten Lichter an, fahr los. Was ist denn los? Ja? Du willst jetzt wirklich bei uns schlafen lassen? Ich wurde heute entführt. Ja und? Deswegen, Familie. Lisa hat dich heute. Die macht sich ein schlechtes Gewissen. Ach, sie und braucht dann jetzt. Du hier eine komplette Sekte bei uns schlafen lassen. Den Ronny auch noch. Hä? Hast du nicht mal gesagt, der hat bei mir mal geschlafen? Ja, hat der. Aber Ronny ist auch der mit Eisenhower abhängt. Und die ganze. Und aktuell. Das ist okay. Auch wenn Ronny sad ist und dann irgendwie, keine Ahnung.
wir nehmen eine Ersatzhose, falls er irgendwas privatisiert. Und meinem Bruder zu tun hat. Tut mir leid. Derek, es ist Ronny. Ich nehme ihn mit. Du dein Gedächtnis, kennst du ihn? Hä? Du kennst ihn gerade nicht so gut, wie ich ihn kenne. Hey. Ja? Wir nehmen beide mit. Dann müsste aber gezwungenermaßen auch Alejandro bei uns schlafen. Nein. Ich trenne die beiden nicht. Ich schon. Das ist meine Wohnung. Apropos. Hey. Hi. Hast du schon gesagt, dass du gut aussiehst heute? Nein. Okay, ich muss wieder bei dir wohnen, ich habe keine Wohnung. Raus. Aus meinem Auto? Ja. Raus! Ja. Raus! Raus! Gib mir deine Hand! Nein! Raus! Raus! Nein! Raus! Nein! Du gehst aus dem Wagen raus! Raya? Derek? Da ist die Tür! Da? Raus! Nein! Du gehst jetzt hier raus? Nee. Du gehst jetzt hier sofort raus? Nee. Doch! Also wirklich, ich höre sonst immer auf dich und egal was du sagst, ich mach das, aber wenn es zu meinem Auto geht. Wenn es zu meinem Auto geht? Verpiss dich. Das ist mein Auto. Ich lass mir. Nein, Raya! Geh weg! Verpiss dich! Geh weg! Mein Kackauto! Lass mich! Nö! Nö! Ich schwör, die fahr mich an, ey! Geh weg! Das zählt so, wenn wir Spielchen machen. Hast du dir wehgetan? Raya? Mhm. Hast du wehgetan? Nö, hat gekitzelt. Ach, Raya, jetzt komm schon. Wie, jetzt komm schon? Ach, du... Alter, du... Raya. Nein. Doch. Verpiss dich. Nein! Heute ist ein Holloway in meiner Wohnung und das ist Lisa. Du kannst in deinem Auto pennen. Dreh dich jetzt um! Frau Green! Drehen Sie sich jetzt um. Ich verweigere den Akt, die Aussage oder ähnliches. Frau Green, drehen Sie sich jetzt um. Nee. Frau Green. Nein. Alles klar, Sie sind vorläufig festgenommen. Weckt mich. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was ich sagen kann und wird vor dem Gericht von Holloway gegen Sie verwendet. Sie haben das Recht auf ein Verteidiger. Da dieser Verteidiger auch gleichzeitig der Richter ist, können Sie sich keinen leisten und somit wird Ihnen auch keiner gestellt. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ich fetz dich, ne? Weil du sich sofort stehen bleibst. Ich klatsch dich, wenn du mich anfasst. Mensch! Hör auf! Raya. Ich ruf dich gleich an. Was? Es tut mir leid. Ich wollte dich jetzt gerade nicht antworten.
Okay. Wie sagst du immer, das Auto ist ein Sensibelchen? Wollte ich nicht. Ich will zu Lisa. Ja, lass das Auto mal ankommen. Ich fahre mit dem Ding nicht mehr. Du fährst jetzt das Ding? Nein. Raya. Nein, ich werde aus dem Scheißteil rausgeschmissen und noch von dem Ding angefahren. Also kannst du vergessen. Raya. Ja. Ey. Oh, das Zicken-RP ist ein bisschen anstrengend, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber... Ja. Bist du noch da hinten? Mhm. Kannst du mir entgegenkommen? Dein Bruder hat mich angefahren. Wer hat was? Er hat mich angefahren. Ich komme. Ja. Ich laufe gerade hier den Weg runter zu dir. Also wäre schön, wenn du in meine Richtung gehst und dann... Okay. Ich laufe den Weg. Ja, alles gleich. Hä? Warum hast du es ausgemacht? Du wolltest mich nur damit ködern. Das soll ich jetzt weiterspielen lassen, ne? Achso, so geht das übrigens. Du bist so ein Pfosten, weißt du das? Warum? Du bist so ein Pfosten. Komplett. Nee. Lisa, wie geht's dir? Ganz gut. Das freut mich. Wie den Moment wieder ruiniert, Chat, ne? Ja. Was ist los, Kackbratze? Keine Ahnung, was ist los, Kackbratze? Was machst denn du? Ich höre Schüsse und renne hin, weil ich neugierig bin. Du hörst Schüsse und rennst hin, du hörst Schüsse und du rennst weg. Wo bist du? Ja, aber ich weiß ja, wer das ist. Ronny, wo bist du? Das sind meine Freunde. Ronny, wo bist du? Boah, kein Plan, bei die rote Viertel. Naja, da geh ich nicht hin. Und okay, vergiss es. Okay, gute Nacht, bis dann. Boah, ich wollte dich eigentlich auf eine Pyjama-Party einladen, aber du benimmst dich ja nicht. Also hast du es jetzt leider verpasst. Ich habe gar kein Pyjama. Ja, siehst du, dann kannst du erst recht nicht kommen. Wow, ich lade dich nicht auf meinen Geburtstag ein. Keine Sorge, das dauert noch ein Jahr. Das dauert noch ein Jahr. Weißt du, wann ich Geburtstag hatte? Vor einem Monat. Ja. Okay. Nee, warte mal. Doch. Ungefähr einen Monat. Zwei Monate. Nein, labert, er lügt. Oh mein Gott, Explosion. Wie Explosion? Vor was? Ich habe mich verhört, bestimmt. Okay, ich glaube, ich habe... Warte mal, was ist eine Pyjama-Party? Na, meine Freunde übernachten bei mir. Also, oh, wir sind Freunde? Ja, kack. Nee. Doch. Nee. Das erste Mal ein Jahr. Ich weiß, wo du wohnst. Ich komme dahin. Wo wohne ich denn? Bei die Arcadius. Oh. Okay, kommst du? Wohnst du da noch? Mhm. Lügst du? Noch? Habe ich da mal gewohnt? Nein, ich lüge nicht, ich wohne dort. Okay. Kann ich jemanden mitbringen? Nein. Mm-mm.
Tut mir leid, nur du. Okay. Okay? Und ich meine Kannst du mal Herz machen? Wer ist deine beste Freundin? Mein bester Freund Alejandro. Ich hab leider, ja, es tut mir auf. Also, ihr könnt noch ein bisschen spielen, ja? Aber wenn du schlafen gehen musst oder so, dann kannst du vorbeikommen. Okay? Okay. Ja. Alejandro darf das nicht böse nehmen, okay? Er wird es sehr böse nehmen. Das ist der freundlichste Mensch der Welt. Frag mal Ricky. Ja. Er ist sehr, sehr freundlich. Ja, aber Ricky hat mir erlaubt, nur zwei Leute mitzunehmen. Und das ist seine Schwester und du. Okay, darf ich nur eine Sache fragen? Ja, bitte. Knutschst du mit dir, Ricky? Nein. Lüg ihn nicht an. Okay. Okay, bis später. Tschüss. Tschüss. Das geht dir nichts an. Sag mal, warum rasten du wie so ein Wahnsinniger? Kannst du mal in einem Supermarkt oder so halten? Ja. Warum lügst du ihn an? Was auch, soll ich sagen, warum? Warum? Ja, der weiß, damals, bevor du auf den Kopf gefallen bist, hat er immer gesagt, die knutschen so. Und wo wir dann nämlich nicht mehr geknutscht haben, für ihn, war seine Mission, uns beide wieder zum Knutschen zu bekommen. Wo fahren wir hin? Jetzt in einem Shop. Hä, wo ist denn der? Meine Wohnung ist statt... Ich hab eine Ausfahrt verpasst. Okay. Bis dann, schicken wir kommen. Ey, das eben war ein wunderschöner Happy Moment, aber der hat sich komplett ruiniert, hat er. Ja, Apfelmus schon, aber... Hier ist ein Job. Peitsche kaufen? Ja, wieso? Ja, ich bin IC muted. Wieso? Ja, ich hab's einfach das Dings gemacht. Chat, geht's euch gut? Ja, geht's euch gut? Ach, Zicken gehört zum Leben. Ich zick doch auch OOC manchmal. Robert und ich, wir zicken uns manchmal an, ey. Mir geht's gut, Lenja, danke so. So, das nehme ich auch noch. Hallo, Sir. Wie geht es Ihnen? Das ist meine kleine Schwester. Nee, da brauchen Sie ihn nicht so angucken. Erzähl nichts deinem Bruder davon. Wem soll ich nicht erzählen? Du sollst deinem Bruder nicht erzählen, dass der dich so angekauft hat. Okay. Oh Gott, ich glaube, er kommt. Ja. Buenos noches. Wunderbar. Herrlich. Genau. Toll. Ja, das ist Mr. Holloway. Und das daneben, das ist Lisa Holloway.
Mhm. Ja, ich heiße Raya Holloway. Ja, 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 ja. Ja, ist meine Frau. Was ist denn los hier? Ja, ja, genau. Was ist los? Gar nichts. Alles gut. Alles super. So, Sir. Sehr sympathischer Mann. Ja. Ich gehe schon mal zum Auto. Alles klar, gut. Buenas noches, adios. Da rein. Was? Einfach rein. Warum? Warum sagt der Typ zu mir, er weiß von nichts, wenn ich gerade eben so mit dem geredet habe? Keine Ahnung. Ah. Ich weiß nicht, was er meint. Na dann. Hey, komm zurück. Linke Hand Becher, linke Hand Becher, rechte Hand vorgedrehter Blunt. Slušaj ovo sad. Es zerbricht der Traum, hier schreibt das Leben die Geschichten auf. Meine Gegend ist gewaltsam, aber nicht sehr laut. Die Sirene ist eine Quarte und die Lichter blau. Mehrere Maskierte laufen, sterben klirrend in dein Haus. Im Lauf der Zeit wird man blind und taub, trist und grau. Einbrecher-Rap, geh mal weg mit deinem Disco-Sound. Dreh das Mikro auf, hey, zieh dir die Stiefel aus. Ich nehm dich mit in eine Welt, in der man Kokaina raucht und Weed anbaut. Man gibt Geld in einem Casino aus und schiebt an Krise, weil sie schon seit längerem die Miete staut. Ich will hier raus, doch die Wege sind zu weit. Und deshalb dreh ich mir den Scheiß, der mich von Krebszellen befreit. Rappe nicht für Fame und die Karriere ganz allein. Nehm das Mic, denn mein Seelenheil steckt in jedem Reim. Nur die allerwenigsten verstehen, was ich hier schreib. Ich bin Haze. Was machen wir denn jetzt da? Hä? Nach Hause? Kommt Ronny denn jetzt? Ja, denk noch ein bisschen mit Alejandro ab. Okay. So, 3-3-4. Das wird lustig. Ich mag dieses
Hab ich schon mal gesagt, dass Frauen in Pyjama sexy sind? Hey. Hey. Na? Hast du es? Ja. Kann ich eben duschen gehen? Ja, klar. Warte, dein Bruder zieht sich noch um. Okay. Genau. Dann kannst du ruhig duschen. Lisa? Ja. Achso, die Dusche ist da. Erste Tür links. Wenn du da okay. Bist. Bis gleich. Ja, Schwesterchen ist da. Was, Schwesterchen ist da? Wegen deinem Hemd? Ja, ich weiß nicht. Jetzt noch Ronny da, okay, aber ich. Ne. Ach komm, was soll's. Bitte korrigier das, bitte. Ah, danke. Ach, das gute Alte, wir müssen uns auf irgendwelchen Sachen hinsetzen. Ich bin richtig aufgedreht heute, als ich dich so sehe, ey. Du bist so, grad, du bist so, ach komm. Du musst gerade irgendwie Power rauslassen. Oh Gott. Und auf dem Sofa rumhüpfen. Das ist so bescheuert. Was ist denn? Das ist so bescheuert. Magst du? Hm? Dumme Frage. Oh, Schnabel. Ey! Mann! Ich hab versucht, einen Entenschnabel zu machen. Du hast da was. Du bist so ein Chaot. Hey, warum denn? Hey, warum? Mhm. Warte mal. Du bist einfach ein Chaot. Mhm. Okay. Das? Also, die Krümel da machst du weg. Mhm. Übertreib's halt, ne? Als ob du im Leben keine Chips gegessen hättest. Guck mal. Gib die Packung her. Ah? Ne. Die Packung her. Nein, das ist meins. Ich muss ihm jetzt einfach so sagen. Hier. Deine Chips. Ey, gib her. Was? Gib her. Gib her. Okay, aber dann leg sie hier offen hin. Du hast sie leer gemacht. Da ist noch ein bisschen was drin. Krümel. Wirklich. Really. Krümel. Ich hol doch einfach eine neue da hinten aus dem Küchenschrank.
Lisa, magst du Chips? Nein, das sind meine Chips. Wie viele Packungen haben wir noch da hinten? Das ist deine kleine Schwester. Das hat doch damit nichts zu tun. Das ist egal. Nee. Sie ist mein Gast. Komm her. Hallo, stopp. Hey, hör auf. Hey. Sie ist das erste Mal hier. Hier, magst du Chips haben? Ja. Hier, bitteschön. Schön. Bitte nicht. Alles okay? Ja, klar. Hä? Ja, klar. Du brauchst ja gar nicht so den... Ihren riesen Fernseher an. Okay. Ihr nicht... Na. Ey, das Derek? Sind meine! Das sind ihre! Derek, geh... Ja, nee. Bleib... Derek, Lisa, komm von der anderen Seite. Los, ja, nein, los. Bleib... Derek! Nee. Okay. Warte. Das ist verboten. Campen ist verboten. Was soll denn das? Ha? Komm her. Du. Nein. Doch. So, her. Okay, Lisa. So. Was macht ihr? Komm her. Nimm mir mal die Chips weg. Sofort. Die gibst du jetzt sofort her. So, geh. Nimm weg. Los. Wunderbar. So. Ha. Huh. Laufen Sie mich jetzt so. Gut. Komm, wir gehen runter. So. Auf mein Bett. Das ist Frauenzone. Da sind Männer verboten. Nein. Doch. Ich schlaf heute nicht auf der Couch. Wie, du schläfst nicht auf der Couch? Lisa schläft heute bei mir. Raja, du schläfst mit Ronny auf der Couch. Kann ich mal ganz kurz sprechen? Okay. Ja. Was ist los? Okay, pass auf. Aha. Wir machen eine Übernachtung auf der Couch. Ja. Nee, stopp! Achso, soll dann Lisa mit Ronny im Bett schlafen? Psst. Ha? Wir laden Leute hier ein und machen eine Pyjama-Party. Okay. Amma, alles gut. Derek muss nach einem 7-Stunden Arbeitstag, das erste Mal im Leben, dass er wieder arbeitet, nachdem er entführt wurde und einen Marathon laufen musste, um seiner Schwester hinterher zu rennen, und dann noch Chips weggenommen bekommt und dann noch auf der Couch. Du sollst nicht auf der Couch. Noch eine Pyjama-Party mitmachen? Ja. Nee. Es ist keine Party. Ich will einfach nur... Nein, hör mir zu. Ich will einfach, dass sie hier schläft. Du hast sowieso keine Bude mehr. Wo soll sie dann schlafen? Sie schläft heute hier. Du hast gerade gesagt, die schläft mit dir in deinem Bett. Ja, die schläft doch bei mir im Bett. Nee. Doch, die schläft bei mir heute im Bett. Nee. Wie, das geht nicht. Nein, doch, das geht auf jeden Fall. Du hattest einen Arbeitstag. Welcome to reality. Okay? Du wurdest entführt. Ich weiß. Aber sie ist einfach fertig mit den Nerven. Die Kleine. Und sie schläft das erste Mal hier bei mir. Ich bin sehr gastfreundlich. Ich mag sie. Ja, beide und ich habe bis jetzt noch gar kein Bonding mit ihr gehabt. Ach, wenn du gastfreundlich bist? Nein, ich werde dich nicht mit Ronny hier in mein Doppelbett schlafen. Am Ende privilisiert sie die Scheiße noch. Okay, pass mal auf, wir machen jetzt was. Komm mal mit rüber, ich zeig dir was. Was? Ich zeig dir jetzt was. Geh mal weg. Ich lege mich in dieses Bett wie ein Seestern. Und hier bleibe ich liegen. Komm, Lisa, wir gehen hoch. Was genau tut er da? Komm her. Okay. Komm.
So. Wir ziehen jetzt unsere Schuhe an und holen Ronny ab. Wir geben deinem Bruder einen kleinen Herzinfarkt. Schnapp dir schnell die Schuhe und komm raus. Komm, komm. Auf. Scheiße Spiel. Oh, ja. Ha. Komm. Auf. Sehr gut. So ein Penner. Wir holen ihn jetzt erstmal ab. Okay. Seestern. Ich klatsche ihn gleich. Seestern? Lange Story. Will ich die wissen? Nein. Ronny? Ja? Hi, wo bist du? Ich bin bei da wo die Einhorn sind. Die was? Bei die Unicorn. Okay, wir holen dich jetzt ab, ja? Okay. Noch Fragen? Ja, warte, ich will dich erst sehen, deswegen noch nicht auflegen. So, wo beim Unicorn? Ich sehe dich nicht. Unter der Brücke. Unter der Brücke? Ah, da. So. Okay, dann einmal wieder einsteigen. Ronny? Ja? Rein mit dir. Das ist dieser Eisenhower wieder? Ja, ja. Jetzt? Okay. Hallo, sagen Sie mir, was war mein Song des Männer? Warten Sie noch. Wieso denn? Glaubst du, schön ist mir noch was? Was schuld ich Ihnen denn? Na ja, wissen Sie, Mr. Derrick sagt, der hat den Vertrag zerrissen, mit dem so ordentlich versprochen hat, ohne Kohle für mich zu arbeiten. Mm. Dafür, dass sie die zweirädrige Ting dort zurückbekommen. Haben Sie die 5.000 $ Rechnung bezahlt? Bitte? Die 5.000 $ Rechnung. 5.000 $? Ja, weil Sie auf meine Double T uriniert haben. Ja, das weiß ich nicht, aber Sie steigen jetzt mal bitte eben aus der Karre raus. Dankeschön. Was? Ja, raus da. Was? Ja, raus aus der Karre halt. Nee, das ist so. Tür auf, Füße raus. Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist nee, nicht. Das ist eher so das Ding, das ich jetzt mache. Ja, raus aus der Karre und. Ja, Frau Höllewe-Snegge, kein Problem für Sie hier. Also, Ronny? Raus, bitte. Und, also bitte, ich meins nicht dreimal oder viermal. Ich kann nicht so gut erzählen. Nach eurem Larry hat ein paar Mal gesagt, also raus aus der Karre, bitte. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich will sie jetzt nicht überhaupt testen, aber haben sie eine Wimme dabei? Was? Haben sie eine Wimme dabei? Nein. Ja, das glaube ich Ihnen jetzt mal. Ja, danke. Dann, ich nehme mal die Karre, den Motor an. Was ist los? Ist die Möde an, Schneggy? Nein. Ja, dann ist doch oder, ja, machen Sie mal kurz, ich weiß nicht. Was, warum? Was wollen Sie denn machen? Ja, ich nehme die Karre. Warum? Scheiß drauf, keine Ahnung. Wenn ich jedes Mal wüsste, was ich mache, wüsste ich nicht, wie mein Name ist. Aber machen Sie Korean. Das können Sie doch nicht machen. Irgendwie schön. Das können Sie doch nicht machen. Ja, da, nee, ich auch nicht. Das können Sie doch nicht machen. Scheiße, bitte das jetzt. Pistole weg. Jo. Ja, einfach okay. Die Pistole wegstecken, ja. Das ist alles nie passiert. Mach ich. Okay. Ja. Also, ich nehme jetzt alles in Ordnung. Ja. Was hast du denn gemacht?
Ich glaube, sie haben so eine Schnecke zum Wollen gebracht. Scheiße. Sollen wir dich zum Budget bringen? Sollen wir dich zum Budget bringen? Alles gut? Mr. Levy. Was geht jetzt ab? Du könntest mich nicht verraten, Levy. Und jetzt bleibe ich an der Stecke hier kleben. Ist das Auto auf? Entschuldigung. Tut's mir jetzt weh. Sollen wir dich zum BD bringen? Ist alles in Ordnung. Ich glaube, die Situation hat sich irgendwie geklärt. Was? Was ist überhaupt los? So, ihr hört jetzt beide sofort auf zu heulen oder ich pinke euch an. Okay, Bankkäufer. Das ist noch schlimmer. Mach das nicht dran, das ist nicht praktisch. Ich muss ans Telefon ran! Du glaubst es nicht, Morten. Hallo? Ronny, ich hab eine Idee. Was ist los? Okay, pass auf, ich hab grad ein Geheule. Jag mir doch nicht so einen Schreck hinein! Sei ruhig. Ich wollte gerade Leuten den Arsch aufreißen, was ist los? Sei ruhig. Wir versuchen gerade aus dieser Geschichte rauszukommen, okay? Was ist los? Holloway ist gerade am Austicken gewesen, deswegen. Holloway, Eisenhower. Ronny hat mir. Was hat er denn gemacht? Oh mein hat Gott. Mir gedroht! Ich will jetzt. Schicken Dispatch an die Cops. Ich will nicht. Nee, alles in Ordnung, soweit ich will. Wo bist du? Telefonierst du? Ronny! Ja, ich telefoniere gerade. Okay, pass auf. Allianz und ich haben einen Plan. Warum hast du mich zum Unicorn geschickt hier an dem Parkplatz? Warum hast du das getan? Du hast gefragt, wo ich bin. Du hast mich eingetrickst. Nein, ich hab gesagt, ich bin hier. Pass auf. Gib mir mal die Telefonnummer mal weg auf. Ich hab aufgelegt. Also, erstens, ich habe nichts gewusst, was jetzt passiert. Ah ja. Lisa, komm, wir gehen. Das ist einfach viel zu doof hier jetzt. Das ist nein, einfach du noch... bleibst jetzt. Ja, so, ich will jetzt gehen. Du bist voll der Spielverderber. Hast du eine an der Mumme? Ich muss gleich richtig ausrasten. Okay. Komm. So, pass auf, jetzt bin ich dran. Ja, nein, ich will zu meiner Lisa und nur zu Lisa. Komm her, Lisa. Hier bleiben. Ja, Lisa, wir bringen euch mal zum PD. Nein, es ist schon in Ordnung. Ich will jetzt einfach nur mit meinem Auto fahren. Okay. Lisa, komm jetzt mit. Wir gehen. Kannst du dich der Situation entziehen, dann schicke ich jetzt da Cops hin. Nein, es ist okay. Jetzt chill mal. Warte. Was hat der gemacht? Ich erzähl's dir gleich. Hey, jetzt denk, Raya, ich war das nein, schon. Nein, sei jetzt ruhig. Du erzählst mir jetzt, wo du bist. Nein. Du bist schuld, Ronny. Du bist schuld. Kommst du jetzt mit oder nicht? Kommst du jetzt mit oder nicht? Kurze Frage. Ja? Hast du die Erdbeertage? Ich verstehe das nicht. Ich hab nicht die Erdbeertage. Aber wir haben doch einen Plan. Wir wussten doch nicht, was die Lyra macht. Ja, jetzt komm rein oder lass es alleine. Ich kann nicht. Okay, wir gehen jetzt weg. Bitte noch nicht fahren. Lisa, das war alles gefaked von mir. Oh. Folgen. Ja, wir kommen hier mit dem Auto nicht so gut weg. Doch, hier durch. Ich hab nicht geweint, Lisa. Also. Das hat sich aber verdammt echt angehört. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ja, Ronny? Ronny? Schießen? Also, wir schießen nicht. Seid ihr da in Gefahr, Ronny? Raya? Was denn?
bei Ronny schießt jemand rum. Derek, bei Ronny schießt jemand rum. Sollen wir euch abholen kommen? Nein, das übergeben wir jetzt den Cops. Nein, alles gut. Ich hab grad mit Mr. Murder gesprochen. Gleich in Jeans geht. Shit. Positiv. Mr. Blake, kann ich Sie kurz sprechen? Gerade schlecht. Okay. Lass mal hier weggehen. Es sind nur gerade Schüsse. Okay. Wir gehen jetzt hier weg. Wir machen das später. Komm. Das ist der komplette Hurensohn. Oh. Komm rein. Wo wart ihr? Hä, wir wollten einfach nur Ronny abholen. Dann hat er gesagt, er ist beim Unicorn. Und dann sind wir beim Unicorn und Eisenhower hält mir eine Knarre. Ja, ich sag zu dir immer noch, von Ronny fernhalten, der hängt mit Eisenhower ab und Eisenhower will dir was. Seid ihr jetzt in Sicherheit? Ich sag nicht umsonst irgendwelche Sachen, Raya. Ich wusste nicht, dass er bei Eisenhower jetzt gerade ist. Aber ich hab's dir doch gesagt, Raya. Es ist gerade kein Vertrauen da. Okay, schaut erstmal, dass ihr da wegkommt, okay? Meldet euch auf jeden Fall. Bis dann. Ich sag's ihr, okay? Und du weißt schon, dass du das melden musst. Bis dann, Ronny. Ja, die haben. Da vorne ist gerade das Ganze vom PD, sind die ganzen Idioten. Was soll ich denn jetzt da melden? Raya. Ja? Ich soll dir von Ronny sagen, dass er nichts dafür kann. Ja, das glaube ich ihm. Er war ja komplett baff, als er die Knarre rausgeholt hat, der Eisenhower. Ja. Doch, er kann genug dafür. Ja. Herr Eisenhower. Was? Nee, Herr Blake. Herr Blake, Entschuldigung. Ich wurde eben mit von Herrn Eisenhower bedroht mit einer Waffe. Sie wurden mit dem Herrn Eisenhower bedroht? Ja, Sie... Wo? Am Unicorn. Am Unicorn. Okay. Da haben die aber jetzt Schüsse gehört. Ich habe mich aus der Situation rausgefakeheult. Okay. Aber ich wollte nur Bescheid geben, dass das jetzt ist. Soll ich jetzt nochmal extra ins PD kommen? Nee, müssen Sie nicht. Alles gut. Okay. Also ich habe besser vom Unicorn fern, wir fahren aber gleich an. Ja, machen Sie das mal. Okay, alles klar. Okay, bis dann. Bis dann, ciao. Lisa, komm bitte. Wir müssen hier weg. Da waren noch zwei Rote. Nicht umsonst. Hä? Ich meine nur, ich sag was nicht umsonst. Ja, aber die zwei Roten wollten mich ins PD bringen. Von Eisenhower. Also die eine zumindest. Keine Ahnung. Sag mal, Lisa, kannst du bitte nicht hier draußen telefonieren? Soll ich mit hochkommen? Ja, ich bin sofort fertig. Nein. Nach oben jetzt, Mädchen! Ich oben. Hab keinen Bock Wir telefonieren mehr. Oben! Du hast gleich telefoniert, dann ich nehme dir gleich dein Handy weg. Ich muss auflegen. Bis dann. Sag mal, benimm dich mal nicht wie eine Zwölfjährige. Ansage, was ist denn? Okay.
Lisa? Ja? Magst du Ronny? Was? Ob du ihn magst? Nein, ja, aber nicht auf die Art und Weise. Wie magst du ihn denn? Ich sag mal so, eigentlich hasse ich männliche Wesen. Aber er ist ganz okay. Wie, du hast männliche Wesen? Naja, ich bin nicht so gut auf Männer zu sprechen. Warum denn das? Naja. Vater und so? Aber du hast zwei tolle, einen tollen Bruder. Mhm. Ja. Okay. Die sind auch was anderes. Ja. Aber erstmal stehe ich, wenn ich auf jemanden treffe, der männlich ist, gehe ich erstmal auf Abstand. Aber Ronny ist okay. Alles klar. Okay. Wo ist denn jetzt dein... Raya? Ja? Hör zu. Was denn? Die Sache mit meiner Mutter. Ja. Ich werde Derek irgendwann erzählen. Irgendwann in nächster Zeit. Ah, je früher, desto besser, ne? Hm. Ich fühle mich nicht wohl dabei, ihn anzulügen. Ja, dann... Sag es ihm doch. Und dann wird er sauer. Und ich will den Abend nicht kaputt machen. Ja. Also der Abend ist schon kritisch. Mhm. Und ich will nicht noch einen draufsetzen. Okay. Deswegen verschiebe ich das einfach auf morgen. Einfach. Mhm. Hier ist nichts einfach. Nein, das ist es nicht. Okay. Es wird schon alles, ja? Mhm. Okay. Willst du noch ein bisschen mit Ronny telefonieren? Aber er meinte, er meldet sich gleich. Okay. Geht ihr jetzt schon schlafen? Nein, nein, ich wollte gerade zu Derek hoch. Vor. Okay? Mhm. Diese. Guck mal. Hör auf, den Trick zu machen, den ich mit dir mache. Das ist unfair. Du klaust mir meinen Trick. Deinen Trick, als ob du den erfunden hättest, ey. Das habe ich erfunden. Mm. Derek? Ja? Kannst du dir nochmal die... Oh. Ja, mhm. Warte, ich schnell meine Hose zu. Ist sie so weit runter gegangen? Was? Was? Hä, was? Kannst du nochmal die was? Er soll sich nochmal die Hose hochziehen. Die hängt ein bisschen runter, Alter, ja. Ist gut. Das ist so eine weithängende. Ja. So bin ich. Verstehe ich schon. Oh. Den Knoten nicht fest genug. Du sollst deinen Knoten fester machen.
dein fucking Ernst jetzt? Jetzt. Oh, Karma, ne, Leute? Karma. Ich sag's nur, das ist einfach nur Karma. Magst du? Nicht so? Mhm. Ja. Dankeschön. Ja, Ronny. Hallo. Hallo. Kann ich eine Chance haben? Ronny, warum hast du mir nicht gesagt, dass Eisenhower dort ist? Du hast nicht gefragt, du hast gefragt, wo ich bin. Ja, Pech. Ronny hat mir eine Knarre an den Kopf gehalten, ne? Ich habe dir gar nichts an den Kopf gehalten. Nicht du, sondern er. Ja, du hast aber gerade gesagt, Ronny hat mir eine Knarre an den Kopf gehalten. Wäre das nur stumm, hätte ich mir jetzt eine Knarre an den Kopf gehalten. Das wussten wir ja nicht, aber das ist jetzt geklärt. Wir haben eine Idee. Was hast du für eine Idee? Ja, da ist nichts geklärt. Pass auf. Kannst du die Tür aufmachen? Ich hatte eben gesagt, wir haben eine Idee und kannst du die Tür aufmachen? Nein. Freunde. Also ich meine, du darfst sonst mich, ich lass dich sonst filmen, Ruhe. Wo bist du? Vor der Tür. Mit wem? Genau mit denen. Mit bist... Alejandro und die Leroy. Nee, vergiss es. Du bist ja vor der Tür, ich ruf die Cops. Willst du kurz rauskommen? Nein. Ruf die Cops. Aber ich hab ein Whisky bei und den... wir haben einen Plan. Mann, Alejandro, die haben Chips. Und die schmatzt mir in Hörer. Schmeckt voll gut. Wenn du runterkommst, sollst du Chips mitbringen. Da kommt die Polizei. Hast du jetzt die Polizei gerufen, Raya? Nein. Ah, der will wahrscheinlich, warum der Bus hier steht. Und Dankeschön. Das war ich nicht, das war Ricky. Alles klar, danke. Ja, mit dem Bus. Perfekt, ja. Lire wird gerade. Ich war hier zuerst, ich ging nirgends hin. Nein, die frisst Chips, hört ihr das nicht? Ich verstehe kein Wort, die schmatzt wie ein. Ah. Was? Raya, komm mal bitte runter. Wir bleiben jetzt mal hier. Jetzt sorgen Sie bitte endlich mal, was los ist. Ja, sie werden jetzt gleich mit aufs Revier genommen. Hey, haben Sie was zu tun? Ja, das ist mir egal, ob Sie was zu tun haben oder nicht. Sie nehmen jetzt einmal die Hände hoch. Nö, jetzt nimmst du mal bitte die Waffen weg. Nee, sie nehmen jetzt erstmal die Hände hoch. Nee. Herr Eisenhower, gut. Umdrehen, Hände hoch. Nee, danke. Möchten Sie jetzt die Hände hochnehmen? Ja. Super. Ja, was soll denn das? Jetzt sagen Sie mir doch bitte, was los ist.
Doch, der weiß ganz genau, was los ist. Alles, was sie sagen, genau, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Dann das Recht der Verteidigung, Verteidiger hinzuzuziehen. Wenn sich kein Verteidiger leisten können oder keiner am Start ist, müssen sie sich selbst verteidigen. Haben sie ihre Rechte verstanden? Ja, die kenne ich schon. Die haben es mir heute 7 Mal gesucht. Aber bitte jetzt los, bitte. Dann nehme ich sie einmal hier am Arm so, und dann kommen sie mal mit. Ach, hören Sie doch auf mit dem Spielchen, Herr Eisenhower. Ja. Ich habe es Ihnen doch ganz klipp und klar gesagt. Lassen Sie uns in Ruhe. Wenn wir weggehen, dann dürfen Sie ihm sagen. Doch, stehen oder was? Und es wird, wenn aber, wir weggehen, sage, dann dürfen ich, sie ihm sagen, was los ist. Aber die Sache ist der Grund, weswegen die dann auf Speedy mitgenommen werden und es nicht, also es kann vor Ort schon gesagt werden, kann, muss aber nicht, es kann vor Ort schon gesagt werden, was die Straftat ist, die vorgeworfen wird, aber spätestens Speedy wird es dann auch gesagt. Aber wie gesagt, gut? Es geht einfach nur um den Grund, hat er dir irgendwas getan? Der Diskretion. Dann sag's mir die Grund. Also, Ronny, es ist folgendermaßen, der Grund, weswegen es nicht hier vor allen Leuten gesagt wird, ist einfach gefragt, ich will den Grund wissen, warum das, er mitmacht, du dich jetzt. Das müssen Sie ihn danach fragen, denn das ist, das muss er selber sagen, ob er das sagen möchte oder nicht. Natürlich will er das sagen, ich bin die Angestellte des Monats. Richtig. Dann fragen Sie ihn bitte danach, ich muss jetzt leider den Streifen fragen. Haben Sie einen schönen Abend. Ebenso. Miss Holloway, schönen Abend, Miss Green, ebenso. Genau. Wollt ihr mich alle komplett verarschen? Alejandro, du weißt, was vorhin passiert ist. Ihr habt's alle gesehen. Ah, das ist etwas aus dir runtergelaufen. Aber wir sind hierher gekommen, um das zu klären. Genau. Nein, da gibt's nichts zu klären. Ja, also das ist jetzt... Das ist jetzt echt ein bisschen... Ja, du kannst froh sein, dass nicht der... Wie nennt ihr ihn immer? Der alte Holloway vor ihm steht, weil der alte Holloway hätte ihm eine Kugel durch den Kopf gejagt. Frau Green, Herr Holloway, kommen Sie einmal mit. Und dann aber hätte das persönlich geklärt und nicht durch die Polizei. Sind Sie sich sicher, dass der Holloway geschossen hat? Also haben Sie ihn gesehen? Wer geschossen? Nicht der Holloway, der Herr Eisenhower. Sorry. Er hat nicht geschossen, er hat die Knarre in meinen Kopf gehalten. Frau Lisa Holloway kann das bezeugen. Der Herr Eisenhower. Der Herr Eisenhower. Was war das für eine Waffe? Weißt du, eine kleine Pistole oder? Ja, kleinere Pistole oder so. Also ich, ja. Okay, alles klar. Okay, danke. Wie geht's dir? Derek? Wenn du in Sicherheit bist, geht's mir gut, oder? Was denn? Alles gut, komm jetzt. Lass uns reingehen. Sorry, Ronny, aber... Ich bin enttäuscht. So, Herr Hobbs und Herr... Valeria. Falls du mich mitnimmst, hau ich dir so von einer auf die Birne. Machst du das, dass du schneller im Taser-Schutz gucken kannst? Ja. So, ihr zwei mal ganz kurz mitkommen. Nein. Doch. Nö. Selbstverständlich. Komm, Ronny. Nö. Ronny. Nein, das ist mir egal. Du kannst es bei mir vielleicht ein Stück weit wieder gut machen, wenn du dir jetzt sagst, was passiert ist. Weißt du, wie du es wieder gut machen kannst? Wie denn? So. Arschloch. So, Herr Haupt, einmal die Hände hochnehmen. Lass ihn, Blake. Lass ihn. Wie geht's dir? Seine Kinderhände juckt mich noch nicht. Du hast eine Brille getragen, das hätte ganz böse schief gehen können. Ja, das tut schon ein bisschen weh. Ja. Nicht unbedingt das leichteste Schlag gewesen. Mhm. Nein, Derek hat mit dem Sicherheit schon. Eine Sache muss ich noch machen.
Genau. Hm. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Hey. Ja. Ich hab auch nachgeguckt, da ist auch nichts. Das Problem ist, wann haben die euch denn bedroht? Also mich. Ja. Vor 5 Minuten, bevor wir zu ihnen da am PD gekommen sind. Das Ding ist, die haben beide, also die haben alle haben keine Waffen bei sich. Ja, klar. Ja, dass sie das weggetan haben, ja klar. Wir wollten nur, also mir ist es, ne, ich will nur mitteilen, dass das gerade passiert ist, weil ich eine Meldepflicht habe als. Ja, ist das richtig. Nee, dann sprechen wir den Eisenhaus. Deswegen. Ich hab das auch gemeldet. Wir haben halt leider nichts gefunden. Nee, alles. Jetzt auch mitnehmen können. Aber er kriegt jetzt einen Platzverweis von uns. Er fing an, mich zu, also wir saßen in dem Wagen, weil ich glaube, er war ein Mitarbeiter bei Eisenhower und er hat ihn jetzt ans PD verloren. Und dann hat er mich bedroht. Und als er mir die Knarre in den Kopf gehalten hat, habe ich versucht Zeit zu schinden, dann habe ich angefangen zu heulen. Und dann fing er an mit anzuheulen. Dann hat er gesagt, wenn sie so weinen, dann kann ich sie noch nicht bedrohen. Und dazu muss ich sagen, ich habe heute eine Anzeige gegen Herr Eisenhower, genau wegen sowas, dass er mich und Frau Green bedroht. Okay. Da habe ich heute Mittag noch eine Anzeige für geschaltet. Gut, dann werde ich... War das heute Mittag? Heute Mittag bei Herrn Frost. Habe ich noch eine Anzeige geschaltet, da ging es um das Motorrad, dass er sich irgendwas gern will für irgendeinen Vertrag. Oder er sich das auch mit Gewalt holt. Habe ich heute eine Anzeige für aufgegeben. Ja, habe ich gerade gefunden. Ja. Guten Morgen, Frau Jackson. Oh Gott. 10-4. Gut, wir werden den Herrn Eisenhower jetzt mal einen Platzverweis erstmal aussprechen, von hier. Damit sie erstmal hier Ruhe haben. Wegen dem Sachverhalt, ja. Achso, ja, wie gesagt. Ist alles gut soweit. Ist gerade doof, wenn wir halt bei 3 nichts finden. Genau, hätte jetzt einer von denen eine Waffe gehabt, dann easy peasy. Aber ja. Ansonsten wird das wieder als Aussage gegen Aussage angestellt. Gut. Und yeah. Dann, ja. In Ordnung. Aber der Eisenhower wohnt ja eh nicht hier. Soweit ich weiß, wohnt er ja oben. Taxi ich kann gerne noch mal eine dritte Aussage dazu holen. Hä? Wie ist das? Ja, die ist oben, ja, die könnte auch noch aussagen. Aber es ist ja jetzt auch, ja. Wie gesagt. Wir gehen ja mal ganz kurz rüber. Wir haben sich noch nicht zu entfernen, Herr Valeria und Herr Hobbs. 14 Hertz, sie kommen. Ich komm. Der Kindergartenverein. Dank dir. Für was? Du hast mich in so einen Vollidioten weggeholt, ja? Ach, Derek. Ah. Oh. Hm? Ich so kann auch gern. Weiß ich nicht. Okay. Klar. Klar. Okay. Können wir hoch. Ich guck dich gerade die ganze Zeit an, als würde ich gleich ein Passbild von dir machen wollen. Deswegen lass mal den machen. Gut. Warte.
Hi. Na. Alles okay? Ja, die haben jetzt Eisenhower. Also, ja, die sind ja da vor Ort. Alles okay? Hm? Ja? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Ein bisschen platt. Nicht nur du, hä? Hey, kommst du mal? Sei nicht so streng zu ihr. In welcher Hinsicht? Hä? In welcher Hinsicht? Allgemein. Sie hat auch heute einiges durchgemacht. Ich bin doch nicht streng zu ihr, hä? Aber es gibt einfach ein paar Sachen, an die muss sie sich halten. Ja. Gut. Wir schlafen hier auf der Couch und du als Seeständin unten, ja? Ah ja. Hä? Ich will nicht ohne dich schlafen. Was? Ey, das Fake-Heulen überlass mal mir, okay? Warte mal, soll ich mal dein Fake-Heulen nachmachen? Da war mehr Lachen als Heulen drin. Jeder Dumme wäre da drauf gekommen. Lisa? Derek hat sich gerade als dumm bezeichnet. So, sag nochmal, wie habe ich gefake-heult? Mach mal. Ich soll das jetzt nachmachen? Nein. Er hat das gerade super toll nachgemacht. Da hat er gemeint, jeder Dumme würde herausfinden, dass es ein Fake-Heul war. Mach nochmal, Derek. Lisa, du hast doch mir geglaubt, ne, dass ich fast geheult hätte, ne? Ja. Also bist du dann doch nach seiner Definition dumm, oder? Warte mal, Lisa, ich möchte mal kurz mit dir reden, komm mal bitte. Na, was denkst du vom Thema ab? Mr. Holloway. Sie sind hier gerade im Zeugenstand. Lisa, möchtest du mir eigentlich mal was erzählen? Hä? Was denn? Was meinst du? Irgendwas willst du mir doch bestimmt mal erzählen, oder? Ach, es ist schon so spät. Ich glaube, ich sollte schlafen gehen. Hä, von was redest du? Was denn? Irgendwas? Ich sag ja, es ist schon spät. Ich glaube, das sollten wir lieber auf morgen verschieben. Bis gleich. Ich hab ihm gar nichts gesagt. Leg dich doch schlafen. Oder mach dir's morgen. Na, er hat darauf irgendwie nichts gesagt. Mit dem Morgen. Okay. Sag einfach, dass du müde bist und... Hab ich ihm ja. Ja, leg dich doch schon mal hin. Ich finde, heute war zu viel Chaos. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Genau, es ist 2 Uhr. Warte. Moment, ich hole... So. Okay.
Okay, Schlafkissen ist hier. So. An deine Decke. Hier. So. Wenn er hochkommt. Hallo. Jetzt ist Yukari auch in dem Ding. Jawoll. Sehr gut. Füße. Oh. Ist okay. Ach ja. Ja. Du hast doch sicher eben die Roten da in dieser Situation gesehen, oder? Ja, ja. Die wollten uns helfen. Ja, ich hab's bemerkt. Also die eine zumindest. Wegen dir? Auch wegen dir. Warum wegen mir? Naja, sie haben gesehen, dass wir in Schwierigkeiten stecken und sie wollten uns helfen. Ja, ich hab's gemerkt. Willst du mir jetzt was erzählen? Derek. Ja? Lass uns das morgen machen, ja? Komm. Lisa? Nein? Mhm. Derek. Es war ein langer Tag. Komm mal bitte mit. Ja, ja. Ich habe eine Sprachnotiz mittlerweile. Also ich habe mit meiner Mutter natürlich schon gequatscht. Denkst du, meine Mutter wird es mir nicht erzählen, oder wie? Was denn? Warte. Hör dir einfach das an. Derek, Lisa ist seit 2 Tagen weg. Was denkst du dir da? Lisa? Ja? Derek hat mit deiner Mom telefoniert. Und er hat eine Sprachnachricht von ihr. Und da sagt sie, dass du seit 2 Tagen weg bist. Hört ihr mal die Sprachnachricht? Derek? Kannst du mal rüberkommen?
Und was wollen Sie damit machen? Naja, besser was hab ich gemacht. Herr Eisenhower, ich werde Ihnen jetzt schon wieder die Cops auf den Hals setzen. Was hat er jetzt wieder gemacht? Er ist in meine Karre reingefahren. Herr Eisenhower ist soeben in meine Karre reingefahren mit seinem Bus. Was? Bitte festnehmen, sonst nehme ich ihn fest. Raya, hier bleiben. Hier bleiben. Der hat Waffen. Warte. Stimmt. Ich wollte nochmal Action. Nein, wir bleiben alle hier. Wir bleiben alle hier. So. Jetzt. Spiel das mal ab. Das müsste ich jetzt erst wieder suchen. Ich weiß es schon länger. Ich habe nur drauf gewartet, bis du es mir endlich sagst. Seit wann weißt du's? Ah, 2 Tage nachdem du hier warst. Und warum hast du's gemacht? Ich lasse euch mal hier alleine. Ich habe keine Ahnung, warum und wie er das macht. Jack. Ja, und das werden wir unterdrücken. Ey, Schäders, du kleiner Stinker. Aber spiel einfach, was bei mir gegenüber betrifft. Mit offenen Karten. Warum redet der so laut? Mann, du machst gerade voll meinen Moment kaputt. Bis dann, Robert. Es ist schon okay. Oh, schon vorbei? Ja, hättest du. Okay, gute Nacht. Schade. Okay. So, schlafen. Ne. Jetzt lass mal nach Raya gucken. Ich
Und alles gut. Ja. Es ist alles gut. Ich muss das jetzt nur noch irgendwie Dalen erklären. Das ist Korruption, Schelast. Das ist Korruption! Was machst du da? Oh Gott, Sally, lauf! Lauf, da kommt eine Sub-Bombe! Aha! Du willst nur, dass ich dich nicht einbuchte! Hä? Oh, Leute, gute Nacht. Nacht. Danke, mein Guter. Vielen Dank. Vielen Dank für die Sub-Bombe. Vielen Dank. Krass heute, das Epine. Ja, bestimmt. Achso, Chat. Schelast ist Serge Murdoch, der heute im Knast war. Ich muss mir die Zähne putzen. Na. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road, Jack. Ich war nur der Lockvogel, dass der Chef damit Holloway wegkommt. Ja, sie ist generell happy. Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Beste Leute, beste. Derek? Hey! Ja? Was denn? Dann hat aber ganz gute Laune. Ich war so in meiner Zone. In deiner Zone? In meiner Zone. Okay. Ja. Yeah. Darf ich auch in diese Zone? Nein. Wie? Was ist los? Ja? Dalen hat mich zu einer Hood-Party eingeladen. Und dann ziehst du dich an und gehst dahin?
Wo wahrscheinlich auch dieser Eisenvogel ist, hä? Ich lade dich zu meiner... Bruder, Poralmedik, Pyjama-Party ein und du gehst jetzt darüber? Ich kann es verstehen, ehrlich gesagt. Ja, ihr wolltet doch jetzt eh... schlafen gehen. Stimmt, du bist schon alt genug und du solltest da auf jeden Fall auf so eine Party gehen. Letztes Mal Leute kennen. Nein. Mit ganz vielen Kriminellen und... Ja, da solltest du nicht hingehen. Ich halte dich nicht fest, aber... Also ich werde dir halt nicht verbieten, dass du zu deinem Bruder gehst. Das ist halt das Ding. Wenn da irgendwelche andere Leute dich eingeladen hätten, hätte ich gesagt, nee, kannst du vergessen. Aber ich werde dir nicht verbieten, zu deinem Bruder zu gehen. Das darfst du komplett selber entscheiden. Ich bleibe auch nicht lang. Aber wie gesagt, ihr wolltet ja jetzt sowieso schlafen gehen. Lassen Sie sich wenigstens dahin fahren. Ah ja, wirklich. Ja, wie soll sie denn jetzt sonst dahin kommen? Aber ich fahre das Auto. Müssen wir das jetzt echt unterstützen? Ich lasse sie nicht da alleine hin. Steigen Sie jetzt ein, Pyjama-Lady. Pyjama-Lady. Bis gleich. So, wo ist die Party? In der Hood, oder? Was? Lisa? Ja. Wo ist die Party? In der Hood. Okay. Legt ihr mir den Schlüssel dann irgendwie unter die Fußmatte oder so? Lisa, pass auf dich auf, okay? Mhm. Und du lässt keine Getränke irgendwie alleine stehen, ja? Aus den Augen, okay? Okay. Okay. Danke fürs Fahren. Gerne doch. Bis später. Bis dann. Können wir wenigstens gucken, ob sie heil ankommt? Müssen wir echt dran vorbeifahren? Ja, bitte. Geht doch. Hm? Hm?
Gute Nacht an all die gehen. Was machst du? Noch kurz an Billy vorbeifahren. Um was? Einfach vorbeifahren. Hä? Wozu? Und zu gucken, ob bei denen alles noch was. Und? Hä? Hä? Nix. Ja, was ist denn? Nix. Was ist denn? Nix. Raya, was ist los? Gar nichts, es ist nur strange, dass du im Cooks und PD alles in Ordnung ist. Warum ist das strange? Fix, fall rein. Derek. Es ist strange, fertig. Knuffig. Warum ist das komisch? Ja, süß. Süß. Hm. Warum ist das deiner Meinung nach süß? Einfach weil du süß bist. Warum lässt er diesen Bus da mitten auf der... Von Ronny zurück. Da kommt er noch oder nicht? Dann nicht, dann gar nicht. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Miss Philly, hi. Hallo, Meoli. Hallo, Bullet. Na, wie gefiel euch mein Fake-Heulen? Ah? Hallo, Stanislav. Na, wie geht's? Ach, kommt der mal hoch jetzt hier? Hunde. Ihn ins Bett. Du bist so geil. Ja, ist auch voll lustig, ey. Ist auch richtig lustig. Ich hätte das sogar, ich hätte so, ja komm, wir gehen jetzt. Alter, Holloway ist jetzt so richtig der korrekte Copy. Ist ja schrecklich, ey. Ist schon ein bisschen nervig. Ah, okay. Dann. Ich anrufe, geht er da? Voll ich hab diesen scheiß Bus weggeparkt. Ja, das, ja. Du hast den Bus weggeparkt? Ja. Okay. Hast du gut gemacht. Desync war leider. Ja. Peace, peace, was geht? Gott, was ein Tag! Oh. Grüße zurück zu Öffis! Alles gut? Ja. Was ist los? Oh. Alles gut. Ja. Das ist mit Lisa geklärt. Mhm. Okay. Ich bin müde. Ich auch. Was ist denn Ding? Hä? Was ist denn Ding? Okay. Also. Hm. Immer noch kein Fernseher im Schlafzimmer? Nö. Warum denn nicht? Wie immer noch. Habe ich das damals auch verboten? Mhm. Hm.
Ja, einmal an die Mods weiterleiten, die kannst du dann hier posten. Ach, Menno. Nachti. Ich mach mir noch ein Glas mal Milch. Wirklich jetzt? Ja, schlaf ruhig. Ja, ja, hier. Schlaf ruhig. Was denn? Doch hier jetzt. Derek. Was ist los? Ich komm dann wieder zu dir. Ich warte so lang. Okay. Mann! Ich wollte noch ein bisschen Raya-Dance in der Küche machen. Oh, ich wollte so lang. Mann, kann man nicht mal alleine irgendwie... Oh, das ist das Ding, wenn man einen Cringe-Partner hat, ne? Nicht mal einmal so ein bisschen Privatsphäre. Nicht mal einmal ein bisschen Privatsphäre. So, einfach nur so... Oh. Nein, ich warte so lang. Gott. Ich raste aus. Mach auch einfach. Fertig. So. Also. Meoli. Ja, sorry, ne? Das ist halt. Ja, so, auf geht's. Wartet. Und. Soli! Soli! Was ist denn jetzt los? Das sind Leute! Mein das sind Leute! Ganz viele neue Leute! Gute. Benimm dich! Ey! Let's go! Chat, seid ihr bereit? Willkommen bei Soli, dem Stream mit Solo-RP, was einfach noch viel Spaß macht. Komm schon, Dirk. Auf geht's. Wer hat alles Russia geguckt? Dick, den geh ruhig schlafen. Einfach nur das eine Lied durchtanzen, danach gehen wir runter. Aiming.
Wieso ein Hardcorer? Chick, 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 chick. Nochmal. Na! Chat, sollen wir wagen? Sollen wir es wagen? Sollen wir es wagen? Chat, sollen wir es wagen? Sollen wir es wagen? Ha? Guck mich nicht so an. Hä? Wie denn? Ja, guck mich nicht so an. Wie guck ich dich denn an? Als würdest du gleich auf mich draufspringen. Nee, nee, nee. Was? Nein, ich will doch nicht auf dich aufspringen. Warum soll ich auf dich aufspringen? Solle! Solle! Was bist denn jetzt so? Ganz viele neue Leute. Benimm dich. Hä, wie bin ich denn? Hm? Ja, du weißt das schon. Was denn? Ja, keine Ahnung. Wuhu! Komm schon, Derek. Okay, aber ich mach nur das, was ich gerade kann, okay? Was denn? Oh Gott! Als ob wir jetzt die heftigen Moves raushauen. Wie, du kannst keine heftigen Moves raushauen? Okay, okay. Oha! Okay, okay. Willkommen alle Zuschauer von Jade. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir machen gerade Dancing with the Role Players. Nee, nicht ganz. Nicht alles. Aber ja, wir sind wieder zusammen. Oha. Mm-hmm.
Was denn? Wenn wir jetzt schon beim Tanzen sind, dann muss ich jetzt aber noch eine Sache machen. Was denn? Den Korsajok. Den Korsajok? Kennst du nicht den Korsajok? Ey. Das ist der Korsajok. Ja. Gut. Tanzen ist unser einziger Art von Sportart für heute Abend gewesen. Was? Gute Nacht. Ach, jetzt, wo ich wieder wach bin, hä? Hä? Ne. Was denn? Du kriegst ein Kissen ins Gesicht. Au! Bist du... Boah. Nee, geh weg. Was? Nö. Ha? Wieder in der Ecke. Ja, das sind... Ich hab dir Schuhe gekauft. Du hast Schuhe für mich gekauft? Ja, bestimmt. Achso, weil das Weib immer so fröhlich macht, ne? Oh, nee, das Problem ist, ich weiß, dass du nicht so eine bist. Ich... Ich möchte jetzt gerne schlafen. Und ich habe Kopfschmerzen. Ach, jetzt hast du Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich weiß, was gegen Kopfschmerzen hilft. Ich habe eben ein Aspirin genommen. Danke. Gute Nacht.